Schönen guten Abend, Ladies and Gentlemen, ist zum vierten Plankenschnack mit diesen wundervollen Gesichtern. Heute mal mit einer Frau. Was? Was? Wir haben Frauen dabei? Furchtbar. Was? Wo? Ja, wir haben uns dazu entschlossen, heute mal eine sehr brisante Thematik anzusprechen. Und das wird sehr interessant. Also wir haben jetzt eben gerade schon vorher etwas diskutiert und Gara geht heute zurück in die Zukunft, in die Vergangenheit und macht uns den Pixelmann manchmal mit der Kamera. Verzeiht ihm das, das ist alte Schwäche, aber nicht bei ihm, sondern bei der Kamera, ja, dass ihr Bescheid wisst. Fangen wir doch einfach mal gleich an und springen in die Thematik rein. Erstmal schönen guten Abend. Wollen wir noch? Ja, wir sagen noch guten Abend vorher. Bitte, auf geht's. Schönen guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Okay, es dauert immer ein bisschen, weil irgendwie fühlt sich nie einer angesprochen anscheinend. Sali. Ja. Du Wundervolle. Magst du mal einen Ton was zu dir selber sagen? Wer ja, bist du? Wo kommst du her? Was machst du hier? Was willst du überhaupt? Also, ich bin die Salista Belladonna. Alle sagen aber nur Sali zu mir. Ich streame seit fast genau einem Jahr. Lebe seit über 7 Jahren in der Schweiz, bin glücklich verheiratet und zocke für mein Leben gern. Du bist also eine dieser Frauen, die im Internet versucht, sich ihren Platz zu, wie sagt man, zu erhaschen als Platin-Hunterin sozusagen. Was heißt meinen Platz zu erhaschen? Also ich habe nicht so das Gefühl, dass es da so ein großes Handgemenge gibt. Ich bin da eher in der Sparte mit dem Trophy-Hunten, wo ich fast keine Frauen sehe. Ja, aber mir macht das sehr viel Spaß. Ich unterhalte mich gerne, ich unterhalte gerne andere Menschen. Das scheint mir zu liegen und ja. Demnach bist du glücklich aktuell. Sehr. Sehr sogar. Sehr, ja. Du bist ja nun quasi heute einer der Damen oder quasi genau die Dame, die zu dieser Thematik einsteigt. Und zwar die Thematik heute wird sein Frauen im Internet. Es gibt keine Frauen im Internet. Gibt es nicht? Aber ich dachte, Slappy wäre eine gewesen. Das ist schon lange her. Ach so, okay, cool. War noch bevor ich ins Internet gekommen bin. Na, das ist doch wunderbar. Wollen wir eigentlich mal gleich einsteigen und Vollgas geben? Seid ihr da so bereit für? Wir haben ja vorhin schon hiesig diskutiert und ich würde sehr gerne aus gegebenen Anlass Garak mal das Wort geben, weil Garak ist ja eine ältere Generation und wir haben vorhin gerade schon ein bisschen drüber gesprochen und er hat es auch sehr prägnant auf den Punkt gebracht und ich würde gerne, Garak, dass du deine Gedanken mit uns teilst, sie auf den Tisch legst und wir dann mit dir einsteigen. Aber ich habe doch Redeverbot gekriegt. Also, du weißt noch darauf hin, dass wir auf Twitter und so, ne? Ja, Frauen und Gaming, das ist ja das Thema. Und ich weiß jetzt gar nicht, da hast du mich jetzt kalt erwischt, ja? Das wollte ich. Ich wollte dich richtig kalt erwischen. Ja, das hast du geschafft. Ich weiß nämlich gar nicht, wo ich anfangen soll, aber dann fangen wir mal bei den Frauen und Gaming an. Also das Thema ist ja heute Frauen und Gaming, das ich jetzt zum dritten Mal wiederholt habe. Und ja, wir reden über Frauen. Ich gebe dir ja mal einen Hint, weil vorhin haben wir das Thema ja... Wir haben das Thema ja vorhin so... Ja, es muss aus dem Kontext herauskommen. Wir haben vorhin so aus der Kalten angefangen, einfach das gesellschaftlich mal zu sehen. Also nicht bezogen nur aufs Gaming, sondern lass uns doch einfach mal den ganzen Aspekt nur gesellschaftlich sehen und dann von dort aus weiterzuwandern in den Gaming-Bereich. Und davor, diese Gedanken, die du vorhin geäußert hast, die würde ich jetzt gerne noch mal von dir hören. Sie sind aber an der falschen Stelle. Wir sind ja noch am Anfang. Eigentlich ist das ja so mehr im Kontext nachher in der Mitte oder am Ende anzusiedeln. Also was ich vorhin gesagt habe, ist, ich verstehe dieses, also oftmals die Diskussion halt nicht, Frauen und Gaming, warum man da überhaupt drüber redet. Ich meine, warum redet man nicht über Männer und Gaming? Weil das völlig normal ist. Und warum ist es unnormal, dass eine Frau spielt, Computer spielt? Und insofern weiß ich nicht. Also ich bin da immer so ein bisschen am Überlegen, wo kommt das eigentlich her und warum ist das eigentlich so? Ursächlich, also ursprünglich, also wenn ich mal zurück, ja, in meinem Universum zurückgehe, da wo du hin wolltest. Genau, da wollte ich hin.
Es ist ja so, dass, naja, so alt bin ich ja auch noch nicht, dass ich jetzt sagen kann, eine Frau gehört hinter den Herd. Aber ich glaube, ich bin eine Generation später, denn die Generation vor mir, da war das wirklich klassisch so. Und da hatte eine Frau überhaupt gar keinen Kontakt zu irgendwelchen technischen Krempel. Und Gaming ist ja, gehört ja letztendlich zu technischen Krempel. Und meine Kamera macht mich verrückt hier. Und dieser Sprung, sag ich mal, oder diese Änderung ist ja erst entstanden. Ich weiß nicht, ob ich das festmachen muss an den 68ern oder so, wenn man das jetzt gesellschaftspolitisch betrachtet. Aber ich glaube schon, dass das aus der Zeit kommt, wo die Frauen sich, und jetzt kommt das böse Wort, was ich überhaupt nicht abkann, sich emanzipieren. Warum müssen sie das eigentlich? Weil eigentlich brauchten sie es ja gar nicht, ja, in meinen Augen. Meine Frau sollte eigentlich nur das tun, was sie eben tut oder tun möchte. Und ich habe nie verstanden, warum man da Unterschiede macht, ja, zwischen Männern und Frauen im Doing. Ja. Eine Frau steht morgens auf, genauso wie ein Mann aufsteht. Und wo ist jetzt eigentlich der Unterschied? Und eigentlich gibt es den gar nicht. Wenn man mal drüber nachdenkt, gibt es überhaupt gar keinen Unterschied. Und trotzdem gibt es in der Gesellschaft dieses Rollenverständnis, eine Frau hat das zu tun, ein Mann hat das zu tun. Ich bin ja ganz ehrlich, ich bin ganz froh, dass meine Frau die Wäsche macht, ja. Da hätte ich nur echt keinen Bock drauf. Aber das ist eine Sache, ich weiß gar nicht, gehört das auch dazu eigentlich? Und das Selbstverständnis, dass eine Frau das zu tun hat? Nein, ich glaube, auch Männer machen das. Ich brauche es zum Glück nicht, aber das ist ja nur, weil es so ist, wie es ist. Ich weiß gar nicht mal, ich würde auch nicht auf die Idee kommen, das zu ändern zu wollen. Also so weit wollen wir da nicht gehen. Aber wie gesagt, ich sehe das Problem schon in der gesamten Gesellschaft und da gehört dann das Gaming später, also ich sag mal Anfang der 90er, Mitte der 90er. Ich kann das an meiner Tochter festmachen. Ihr wisst ja, dass ich schon 2, 3 Jahre älter bin als Herr Dissington, auch wenn das nicht so aussieht. Und meine Tochter wird 30 nächstes Jahr. Ja? Und viele von euch, die jetzt zuschauen, haben das Alter noch nicht mal erreicht. Also von meiner Tochter, nicht meins. Meins ist ja biblisch. Und insofern, wenn ich die so sehe, die hat angefangen als Kind, weil ich sowieso ein Gamer war. Ich war schon immer ein Gamer seit den 80ern, also frühen 80ern. Also mein erstes Spiel habe ich irgendwann 79 oder 80 auf dem ersten Computer gespielt. Und sie hatte jetzt Glück, dass ich da war, quasi, weil sie konnte spielen, was sie wollte. Es war völlig egal. Es wurde kein Unterschied gemacht. Außerdem war sie Einzelkind. Aber war eben kein Problem. Ja? Aber ich kenne doch viele Fälle, wo, was machst du denn da? Geh doch lieber raus, Gummitwist spielen. Na, wobei nichts gegen Gummitwist. Ja? Ich liebe Gummitwist. Aber es ist doch so, diese klassische Rolle ist nach wie vor da. Und sie wird etwas weniger, glaube ich. Also wenn ich das mal so die letzten 40 Jahre betrachte, die ich so betrachten kann, dann würde ich schon sagen, dass das abgenommen hat, dieses Rollenverständnis. Vor allen Dingen in den letzten 20 Jahren ist es doch ziemlich stark, hat es sich ziemlich stark geändert. Und zwar nicht wegen den ganzen Emanzen, die da rumrennen und sich emanzipieren wollen, sondern aus einem Selbstverständnis heraus, dass eben auch die Männer sagen, wir sehen aber keinen Unterschied, hat auch zwei Beine. Ja? Insofern, warum soll ich nicht einfach mal den Haushalt machen? Ne? Das passiert ja heute auch sehr viel. Und das ist aber aus einem ganz anderen Selbstverständnis herausgekommen oder aus einer Änderung in der Gesellschaft und nicht durch eine, ich sag mal, selbsternannte Königin der Emanzipation, die hat ja eher den Frauen geschadet, als sie geholfen hat, in meinen Augen. Denn ich glaube, dass die Frauen schon ziemlich gut klarkommen und klarkommen können. Sie müssen es nur wollen. Genauso wie man das will. Es gibt auch Männer, die nicht klarkommen. Ja, also ich sehe da eigentlich gar keinen großen Unterschied. Monolog zu Ende. Monolog zu Ende. Ich wollte nämlich gerade sagen, wie ist denn das für dich, Sali? Wie bist du quasi, sage ich mal, du kannst nämlich, was ich jetzt von dir gerne wissen möchte, um dir einen Leitfaden zu geben, wie ist das, also wie ist dein Empfinden, wie bist du da reingewachsen? Also wie ist das für dich? Ich meine, du kommst ja auch 28 F, wissen wir ja, dass du alt bist, das heißt, du bist ja noch ein bisschen älter als ich, also quasi noch ein, zwei, drei Generationen, würde ich sagen. Salopp gesagt jetzt, ja. Oh, Pi mal Daumen, Geometrie war noch nie so mein Ding.
Wie bist du da reingewachsen? Also wie bist du bist von ja auch dem, was... Ingenieur. Ich bin... Nee, das stimmt gar nicht. Das ist eine Lüge. Das sagen nur einige Leute. Du bist ja quasi von dem, was Garak sagte, quasi gekommen und bist jetzt in diese Gaming-Welt eingedrungen. Wie ist das für dich? Also wie war das? Also ich bin ein 81er Baujahr. So, und... sogar noch 2, 3 Jahre älter jetzt als Garaks Tochter. Und für mich war das, ich bin durch meine Cousins dazu gekommen. Die haben ein NES gehabt und ich weiß noch, wie ich damals im Zimmer stand und ich so, ui, was ist das denn? Da kann man, hat man so einen viereckigen Controller und da kann man irgendwas und da hüpft was und man kann damit spielen, finde ich super, möchte ich auch haben. Und bin dann meinen Eltern in den Ohren gelegen, ne, Mama, hier, ich möchte das Ding auch haben. Den habe ich dann auch bekommen und ein paar Jahre später dann nur kam dann schon der Super NES raus mit viel besserer Grafik. Und ja, das Ding wollte ich halt auch haben. Ich war aber damals nicht gerade die Fleißigste in der Schule und meine Mutter hat gesagt, wenn ich mich anstrenge und versetzt werde, ich bin mir aber nicht mehr sicher, ob es in die dritte oder, ich glaube, es war in die dritte Klasse, dritte oder vierte, dann bekomme ich diese Konsole. Und ich habe sie bekommen, ich habe mich angestrengt und seitdem kann ich mich an keinen Geburtstag oder Weihnachten oder sonst etwas erinnern, wo ich mir nicht irgendein Computerspiel gewünscht habe. Also, wenn ich habe das mal ganz immer gern gemacht. Wenn ich dich ganz kurz unterbrechen möchte, um eine These aufzustellen, du wurdest quasi gezwungen, Konsolen zu spielen. Was? Also dir wurde schon im frühen Alter suggeriert, du sollst Konsole spielen und ja, nicht den Computer anfassen. Habe ich das richtig verstanden? Also ich muss sagen, ein PC ist sehr, sehr spät erst ins Haus gekommen. Ich glaube, da war ich 14, 15 oder sowas. Dann habe ich das erste Mal mit, oh nein! Ich hatte einen guten Freund, da war ich in der 5. Klasse und der hat einen PC zu Hause und der hat Larry gespielt auf dem PC. Fällt mir gerade ein. Wow. Das war sehr... Lüpfrig. Das war sehr interessant damals, so in dem jungen Alter. So, oha, solche Spiele gibt es auch. Das ist sehr interessant. Und er hatte Schach, wo sich die Figuren gegenseitig umgehauen hatte. Battle Chess, genau. Und das fand ich auch so richtig toll. Aber es kam kein Computer ins Haus. Erst sehr, sehr, sehr spät. Und dann habe ich Monkey Island als erstes gespielt. Schöner Titel. Aber ich bin mit Konsolen aufgewachsen und habe es dann auch weitergeführt, ja. Eine Consolera quasi. Consolera, Salista Consolera quasi. Wie ging es dann für dich weiter? Also ich meine, du bist ja später sicherlich irgendwann mal ausgezogen aus dem Nest und hast dein eigenes Leben gestartet. Wie ging das für dich weiter? Ziemlich früh, also, ja. Ich bin ziemlich früh raus und habe mir ein N64 damals, glaube ich, nur wegen Zelda in einem Flohhaus gebraucht damals gekauft. Und dann, es hat sich quer durch mein Leben gezogen, bis diese PlayStation das erste Mal dann kam. Da habe ich dann mich von Nintendo abgewandt und gesagt, ui, ich meine, es gab damals auch so wahnsinnig tolle Spiele und alles war neu. Diese Theme-Park-Sachen, wo man eben Parks aufbauen konnte und so, das war alles wow. Ne? Und ja, ich kann nicht verstehen, dass andere Mädels da nicht so mitgespielt haben. Ich habe auch einen Gameboy bekommen zu Weihnachten, so diesen ganz alten Totschläger. Ne? Das Ding ist auch nonstop gelaufen. Also ob wir irgendwo hingefahren sind, ich meine, es gibt nichts Langweiligeres als Autofahren. Oder wenn die Mutter bei der Freundin sitzt und Kaffee trinkt, was machst du da als Kind? Also Gameboy spielen. Schon immer. Das ist für dich bis heute, ich meine, wir wissen ja, heute bist du ja, sage ich mal, ganz groß im Geschäft. Du streamst ja auch 5 Tage die Woche. Also du bist ja quasi, selbst am Wochenende gehe ich davon aus, dass du auch spielst, oder? Also... Die Frage, okay, die Frage ist nichtig. Ich habe das Glück, einen Mann gefunden zu haben, der einfach, das bin ich, geklont als riesengroß und sehr männlich. Mein Mann ist genauso ein Zocker und am Wochenende kann ich mich mit meinem Mann zusammen auf die Couch setzen und wir zocken zusammen. Also das ist so unser größtes Hobby, muss ich sagen. Andere gehen Partys feiern und weiß ich nicht. Tunen Autos und bei uns sind es Videospiele. Also das zieht sich quer durch. Es ist nicht, boah, wir müssen jetzt, sondern die Zeit ist da. Was machen wir? Ach komm, wir spielen eine Runde Borderlands zusammen oder Sniper Elite oder so. Ja, es ist Wenn ich da mal...
wenn ich da das mal aufgreifen darf, was du gerade gesagt hast und den Ball quasi zu Herrn Slapsticker spielen möchte. Du bist ja quasi noch ein bisschen jünger, du gehst noch mal feiern, wir sind noch nicht verheiratet, du und ich, wir lernen ja so dementsprechend auch noch mal ein oder andere Frau kennen. Wie ist das für dich, Slappy? Hast du auch diese Momente wie bei Sali, dass sie dann zu dir sagen, also nicht, dass du zu ihnen sagst, komm, wir gehen jetzt Minecraft spielen, sondern sie zu dir sagen, hey, du, Slappy, ich habe voll Bock heute auf Chill und Minecraft. Ist das für dich auch so ein Thema? Erlebst du das quasi? Bei mir ist eher immer Netflix in Chill, tatsächlich. Ja, aber wir sind ja quasi beim Zocken. Ich meine, Sali zockt ja am Wochenende mit ihrem Mann. Hast du das schon für dich selber mal erlebt? Ich habe bis jetzt immer das Pech gehabt, dass jede meiner Freundinnen und auch alle anderen Mädels, die ich so gern mochte, die hatten nie was mit Videospielen zu tun. Und ich habe immer mal gefragt, warum nicht? Und die haben mir immer im Prinzip die gleiche Antwort gegeben, weil sie einfach das von ihren Eltern her verboten bekommen haben. Die hatten zwar auch immer Brüder, die es auch von ihren Eltern verboten bekommen haben, aber die Brüder haben sich da irgendwie viel, viel stärker zumindest wenn ich jetzt, ne, ich rede jetzt aus meiner Perspektive, die Brüder haben sich da irgendwann abgekapselt und haben gesagt, nö, mit sowas mache ich gar nicht. Die sind dann zu ihren Freunden gegangen, die halt zocken konnten und haben dann mit denen gezockt. Und ja, die Mädels halt nicht. Die haben dann mal einen Gameboy sich ausgeliehen und dann haben darauf gespielt, aber die sind halt nie wirklich in Berührung gekommen mit den Videospielen, weil die Eltern es eben verboten haben. Und hier wäre meine erste These des Abends. Eventuell, muss man mal vielleicht drüber nachdenken. Aber genauso wie mittlerweile sich Pink als Mädchenfarbe und Blau als Jungenfarbe in schon jungen Altern quasi so sozialisiert hat und man das so quasi aufgedrückt bekommt von den Eltern, so hätte ich jetzt gesagt, kommt das quasi auch von oben her. Dass, wenn die Eltern halt denken, Videospiele sind weniger was für Mädchen und mehr was für Jungen, so wie halt mit Autos spielen und mit was für Jungs sind und mit Puppen spielen was für Mädels, dann ist das halt so und dann kommen die Mädels halt erst viel, viel später damit in Berührung. Ich habe mit 5 Jahren meine erste NES bekommen und durfte darauf spielen. Meine Schwester hat sich nicht so sehr dafür beziehungsweise ich habe meine Schwester nicht spielen gelassen. Erstens mal, weil ich immer dran wollte. Meine Eltern hätten es jetzt auch nicht so akzeptiert wahrscheinlich, wenn meine Schwester den ganzen Tag davor rumgenördet hätte, wenn ich jetzt zum Beispiel nicht halt da gewesen wäre. Und die wären wahrscheinlich auch nicht auf die Idee gekommen damals, als sie 5 Jahre alt war, ihr einfach so eine NES zu schenken. Sondern bei mir war es klar, es ist ein Videospiel, es ist eine junge Sache, also schenken wir ihm eine Konsole. Und deswegen, ich hätte jetzt schon den ersten Grund, warum das vielleicht so sein könnte, ne? So wie Garak sagte, warum müssen wir überhaupt darüber diskutieren? Theoretisch müsste alles eigentlich, jeder dürfte sich selber aussuchen, was er will. Aber das mit dem Aussuchen, was man will, das wird ja von den Eltern halt vorgelebt. Und deswegen hätte ich jetzt von mir aus gesagt, wahrscheinlich kommt es so ein bisschen auch von den Eltern. Und es wird einfach von der Gesellschaft, man sagt ja meistens, wenn man erwachsen wird, nicht mehr von den Eltern, sondern von der Gesellschaft, meint aber im Prinzip das Gleiche, wird es quasi anerzogen. Und aber wie gesagt, ich habe keine Kinder. Da kann der Garak ja mehr zu erzählen. Der hat ja Kinder und deswegen würde ich da eventuell den Ball, wenn du damit konform bist, Nils, direkt zum Garak rüberwerfen, wie das bei ihm war bei der Erziehung, da er ja schon eine 30-jährige Tochter hat. Ich hatte schon den Curveball schon wieder fertig gemacht. Also ich hatte die Kugel schon fast losgelassen. Also Garak, pass auf. Was ich dich fragen wollte, was mich persönlich auch interessiert, worüber ich mit dir eigentlich nie gesprochen habe, das brennt mir auf der Seele. Ich meine, du bist jetzt erzogen worden und bist in meinen Augen bist du Nerd. Verzeihung, dass ich dir das sagen muss, aber in meinen Augen bist du Nerd. Du zockst, du kennst dich mit allen möglichen Technik-Sheet-Kram aus und dein Job ist mit Technik verbunden. Und du hast noch eine Tochter, 30 Jahre alt. Und du hast ja gesagt, du hast ihr gesagt, Freischein, hier, Mäuschen, du kannst machen, was du willst, du kannst zocken, was du willst. Wie war denn das bei dir? Also ich meine, für dich, ich sag mal, bei deinen Eltern war das ja noch mehr Neuland quasi. Das war ja, du weißt, wie ich meine, von Rechenschieber auf elektrischen Rechenschieber so ungefähr, ja? Also wie empfindest du das? Sagen wir mal so, ich habe der Rechen, du bist da in der Generation verrutscht. Meine Eltern sind ja noch eine davor. Ja. Also ich habe mit Rechenschiebern. Ja.
und Rechenschieber sind geile Werkzeuge. Ja, ich wollte jetzt, wollt jetzt nicht Steinchen sagen. Ja, weißt du? Ich wollte, verstehst du? Ich habe Programmieren gelernt mit Lochkarten. Und wobei ich zugeben muss, da war ich schon einer der Letzten, die das so gelernt haben, noch im Studium. Und ich kann da gar nichts zu sagen, weil es gab ja nichts. Ja, also ich kann mich noch erinnern, dass ich in der Schule, in den letzten zwei Klassen oder so, da durfte man so mal einen Taschenrechner benutzen. Also wenn man sich den leisten konnte. Und da kostete ein Taschenrechner, der liegt bei mir in der Firma. Ich habe heute immer noch einen, aber der ist noch nicht mal so alt. Den habe ich vor genau 30 Jahren gekauft. Ein Sharp PC, so ein Pocket Computer mit angeschlossenen Thermodrucker. Gab es bei Fotoquelle für schlappe 350 Mark Taschenrechner. Und ich hatte vorher irgendwas von HP, unbezahlbar. Und ich weiß noch damals, als unsere Eltern, also auch die von meinen Mitschülern, auf die Barrikaden gegangen sind und haben gesagt, das kann ja wohl nicht wahr sein, ein Taschenrechner für 80 Mark. Und ja, also man muss auch verstehen, dass das war in den 70ern, da haben so ein Familienvater mit vier Kindern, früher haben die Menschen ja auch noch Kinder produziert, das ist ja auch heute anders, also mit vier Kindern eine Familie, die haben damals nach Hause gebracht 1300 Mark, ja, und davon hat die ganze Familie gelebt, darf man nicht vergessen. Natürlich waren die Mieten da geringer, also da hat man dann irgendwie 100 Mark oder 150 Mark bezahlt für die Miete. Aber gemessen an dem, was ein Mensch heute verdient und eben auch die Möglichkeiten, die er dadurch hat, war das eine ganz andere Zeit. Und es gab diese Technik nicht. Ich kann mich gut daran erinnern, mein erstes Diskettenlaufwerk hat um die 1000 Mark gekostet und der Rechner insgesamt irgendwie 5000. Und das hat man nicht gekauft, weil man damit spielen wollte. Also Spiele waren jenseits meiner. Also ich habe zwar angefangen zu spielen, aber da war ich ja schon aus der Schule, da war ich schon Bundeswehr und dann studieren. Also Bundeswehr gab es früher mal übrigens, für diejenigen, die nicht wissen, was das ist. Sowas hatten wir mal in Deutschland. und da war man dann halt und da hast du viel Zeit. Und da habe ich angefangen zu zocken. Aber, und das ist dann beigeblieben. Und wenn jetzt auf meine Tochter zu transportieren, die ist 1986 geboren, also die ist noch nicht 30, so viel Zeit muss sein, die wird jetzt, ist 29 geworden, gerade in diesem Monat. Und für mich war das gar kein Thema. Ich habe Tag und Nacht gespielt. Also für meine Frau war das ein Thema. Ja, die fand das nämlich gar nicht witzig, weil die überhaupt kein Interesse an Spielen hatte. Also überhaupt nicht. Also nicht mal gar nicht, sondern so noch mehr als gar nicht. Das war schon eher so ein Hass auf diese Games, weil die Zeit, die ich dann gegamed habe oder vor meinem Rechner saß und irgendwelche Quellcode programmiert habe in Assembler oder C, das Zeug, ich nenne es immer mein erstes Leben, das Zeug, das konnte sie gar nicht ab, weil das ging von ihrer Sofazeit ab. Ich habe das immer Sofazeit genannt. Ja. Und das war ein Problem. Aber meine Tochter, da hatte ich dann halt genügend Einfluss, sagen wir mal so, dass die von Anfang an eigentlich die hatte mit drei, saß die am Gameboy, ja, und oder was es da gerade gab, das war irgendwas anderes, das war noch kein Gameboy, glaube ich. Und die hatte natürlich dann auch so ein Musikding hier, Discman nachher, ja, so eine Riesenboxen. Ja, und also Zeug, die ist mit Hightech aufgewachsen. Und deswegen ist die auch heute, also wenn ich gegen die zock, also die hat eine Playstation, und wenn ich gegen die zock, sehe ich sowas von keine Sonne. Ja, aber die hat das eben auch in den Genen. Insofern, glaube ich, ist es ein bisschen atypisch, was bei uns in der Familie passiert ist. Und nicht normal, ja. Ich meine, es ist ja auch nicht normal, oder sagen wir mal so, es wird immer als nicht normal angenommen, dass ich überhaupt zocke oder streame. Ja? Ich meine, ich falle in eine Generation rein, wo das überhaupt nicht Thema ist, weil die Leute einfach überhaupt keinen Schimmer haben von dem, was um sie herum passiert und Internet für eine vorübergehende Erscheinung halten. Und es wird schon weggehen. Ja? Und deswegen, also wie gesagt, in meinem Bereich glaube ich nicht, da kann ich gar nicht viel zu sagen. Ne? Also weil ich habe zwar diesen irren Zeitraum erlebt, aber eben anders, weil ich eben, wie du schon so schön sagtest, eigentlich wahrscheinlich tatsächlich ein Nerd bin. Ne? Also
Und insofern hat meine Tochter das so vorgelebt bekommen, und da komme ich auf Slavi zurück. Ja, ich glaube schon, es ist eine Erziehungssache, eine Gesellschafts- oder eben auch Elternsache. Und es ist natürlich auch einfach, wenn man gerade, wenn wir bei der Gesellschaft sind, für die gerade eine Generation, sagen wir mal, der Kinder, die so Anfang 90 bis Mitte 90, später und jetzt auch, ist total einfach, ne? Gibst dem einfach hier den PlayStation-Controller, bupp, ja, und dann ist das Kind ruhig, ja. Also das ist ja ideal, und das ist leider heute ja ein ganz anderes Thema übrigens, aber vielleicht auch mal ganz interessant. Aber da sitzen die Kids dann vor der Konsole, weil sie einfach nicht mehr betütert werden von den Eltern und auch nicht mehr erzogen werden. Ja? Die sehen wir dann bei LOL und so. Also im Chat. Und insofern ist es schon ein anderer Weg. Ne? Wenn ich jetzt dich mal nach deinem Monolog quasi Danke. unterbrechen darf, Ich war fertig. ja, das ist gut. Ich wollte dich vorher, wollte dir nicht den Keil reinwerfen. Du warst gerade so im Dings drin. Trink mal lieber. Ich wollte gerade sagen, Trinkstück ist schon trocken. Schon trocken. Sali, ich meine, wie denkst du, also was denkst du? Liegt es wirklich an der Erziehung, oder ist es einfach, ist das Gaming für Frauen einfach nicht interessant? Also weißt du, worauf ich hinaus will? Ich meine, Männer spielen fast alle Fußball, sie gehen ringen und fassen anderen Männern an die Ärsche, wenn du verstehst, wie ich meine. Ist das wirklich so eine Männerdomäne? Hat man das nicht im Blut, oder woran liegt das? Wollen die wirklich alle nur Ponys reiten in Barbies Ponyhof, oder warum? Ich kann es nicht. Wie ist das für dich? Also, wie ist das für dich? Warum wollen die Frauen nicht zocken? Warum? Warum? Ja, es ist also auf jeden Fall ist es schon eine Generationssache. Ne? Das sehe ich dann, wenn ich jetzt mit nochmal ein Ticken eine Generation über mir mich mit denen unterhalte, dann ist es aber auch beim, nein, bei meinem Mann schauen sie nicht so an. Wenn der sagt, ja, ich habe da was gezockt, ne, Videospiele, dann nicken alle und sagen, und wenn dann so heißt er, und was machst du? Und was machst du in der Zeit? Wie, was soll ich machen in der Zeit? Na, ich spiele mit. Und dann werde ich total entgeistert immer angeschaut. Also es wird schon auch erwartet, glaube ich, auf jeden Fall von höheren Generationen und von etwas konservativer eingestellten Menschen, dass Frauen nicht zocken. Das wollte ich gerade, das ist mir nämlich gerade eingefallen, als ich bei meinen Schwiegereltern oben war. Da war das, da haben mich alle ganz komisch angeschaut. Boah, du zockst auch. Ansonsten ist das, ja, es zocken ja auch nicht alle Männer. Also es ist jetzt nicht so, dass jedermann zockt. Ne? Und ich denke mir, so in den letzten 30, 25 Jahren sind da sehr, sehr, sehr viele Frauen mit dazugekommen, die an ihren Gameboys und wie die Dinger jetzt nicht, 3DS und so, die daran sehr viel spielen, oder auf den Smartphones, die es ja früher nicht gab. Ne? Da hast du auf dem Nokia hast du da noch Snake gehabt, die Schlange, die du da lenken konntest. Da sind die Frauen eher, aber ich glaube, sie investieren dafür nicht so viel Zeit. Das sind so kurzweilige Spiele wie Candy Crush und sowas, ganz schnell, und das kannst du danach das Handy wieder in die Tasche, und die haben, weiß ich nicht, andere soziale, richtige soziale Kontakte. Das ist unglaublich schwer. Also ich finde sehr wenig Frauen allgemein, auch in meinem Alter, abgesehen jetzt auf, seitdem ich in der Twitch-Welt bin, die selber zocken. Und wenn sie zocken, dann sind das meistens sowas wie Candy Crush oder also Spiele, die nicht keine extremen Rollenspiele, die da jetzt sehr viel Zeit brauchen, sondern so husch husch schnell was Kleines, eine Runde Tetris, und dann ist auch wieder gut. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich kann das selber nicht verstehen. Ich möchte mal was aufgreifen, was ich gerade im Augenwinkel bei Twitter gelesen habe, und ich denke, das ist eine sehr vernünftige Überleitung. Die Frage geht übrigens an alle. Denkt ihr, oder würdet ihr sagen, nach dem, was du jetzt gerade gesagt hast, Sali, dass sich Frauen eventuell irgendwie verstecken und als Männer ausgeben, weil sie ja die Anonymität nutzen können, weil es ihnen vielleicht peinlich ist? Weil, ich sag mal, ich stelle mal die These auf, Zocken ist eine Männerdomäne. Bam. Ist so, wir sehen die meisten Sachen, die meisten Streams sind Männer, YouTuber. Also, wo es sich um Zocken handelt. Ich behaupte das jetzt einfach mal. Ich denke mal, das kann fast jeder absegnen. Würdet ihr sagen, dass sich viele oder einige noch verstecken und ihnen das unangenehm ist als Frau?
dass Zocken unangenehm ist oder Angst haben von. Das ist ja so, wenn du, wenn, das war in den MMOs so, ne? Da war ein, oh, was? Da hinten irgendwo am See, was? Da farmt gerade eine Frau? Moment, Beides. das ist ein weiblicher Charakter. Und es ist eine echte Frau, die da gerade selber spielt. Ne? Und dann war der ganze See belagert und die hat da gerade, weiß ich nicht, kleine Kröten umgehauen, um irgendetwas zu farmen. Also das ist, Ich würde gerne auf beides hinaus, sage ich. kann ich verstehen. Es gibt sicher, wie bei Männern, auch Frauen, die nicht so jetzt das Selbstbewusstsein haben oder sich damit auseinandersetzen wollen, irgendwelche Leute auf Abstand zu halten und dann einfach gar nicht damit hausieren gehen, dass sie eine Frau sind. Ne? Also. In den meisten Videospielen, wenn man einen weiblichen Charakter sieht, sind das sowieso Herren, die dahinter sind. Ja, ist so. Ich zum Beispiel. Ja, weißt du, warum das so ist? Männer spielen gerne mit dem Charakter, Frauen spielen oft als der Charakter. Das ist so. Also, darf ich da mal was zu sagen? Ja, bitte, hau Ich rein. spiele Frauencharaktere seit immer schon. Since Weißt du ich geboren warum? bin. Ja, weißt du warum? Falls Weil ich ästhetische habe aussehen. kein. Ja, genau, das spielt da eine Rolle. Deswegen bin ich ja auch als Fotograf eigentlich nur mit Mädels beschäftigt. Nein, ich habe einfach keinen Bock auf einen Männerarsch zu gucken. Ja, und das war der Grund. Die Bilder waren immer schicker. Ja, und ansonsten war mir das völlig Latte. Also, ob ich nur eine männliche Figur oder eine weibliche, die weiblichen sahen einfach cooler aus. Ja, und damals, als ich anfing mit Mass Multiplayer Online Games, also irgendwann in den 90ern, als die ersten auf den Markt kamen, so Ultima und so, das war ja noch nicht so toll. Aber wenn man jetzt mal zurückdenkt an Dark Age of Camelot, eins der ersten richtig großen nach EverQuest, da gab es halt Charaktere, die schon cool aussahen. Und da wollte man natürlich eine Frau spielen. Wobei ich sagen muss, ganz zu Anfang waren die Frauen im Spiel, die als Frau spielten, auch tatsächlich Frauen. Es waren auch ganz wenige. Heute kannst du ja eher davon ausgehen, dass wenn du mal einen Mann triffst, dass es eine Frau ist. Und die meisten Frauen sowieso keine Frauen sind. Also, aber früher war das man, da wurde das so gemacht. Also, ich sag mal so, da hat eine Frau einen Frauencharakter gespielt und ein Mann einen Männercharakter. Ganz zu Anfang der Online-Games. Das hat sich aber innerhalb von ganz kurzer Zeit völlig verändert. Aber zu deiner Zeit, Garak, waren doch sowohl Männerarsch als auch Frauenarsch viereckig, oder nicht? Also da war Nee, doch nee, grafisch also, nicht zu holen. nee, bei Dark Age of Camelot, die sahen schon heiß aus. Okay, okay. Okay, ja. Und Lara Croft hatte auch viereckige Brüste und trotzdem sind alle drauf abgegangen. Ja, aber das war ja auch entsprechend groß dann. Das Viereck. Große Vierecke. Große Vierecke. Aber Garak, denkst du, dass das, sage ich mal, die ambitionierte Zockerin sich irgendwie in irgendeiner Form versteckt? Nee. Im Großen und Ganzen? Ja. Ja. Jein. Also in manchen Spielen, also es ist zum Beispiel bei LOL oder so, glaube ich nicht, weil das da so, glaube ich, egal ist. Beim Mass-Multiplayer-Spielen vielleicht schon eher, weil das Problem ist ja, dass die Horde der Männer, also die keine Frau abkriegen, weil sie nur im Keller hocken, also die Nerds, die nicht nach draußen gehen, es gibt ja auch die nach draußen gehen, die haben, also ist so mein Gefühl immer gewesen, die haben einfach den Notstand schlechthin, ja. Und es gibt echt viele Männer, die völlig nervig sind und Frauen einfach belagern. Und wenn ich Frau wäre, würde ich auch irgendwas anderes spielen wollen. Ich glaube schon, weil das ist manchmal schon unerträglich, wie die Männer mit den Frauen umgehen in Spielen, ja. Und zwar nicht in Form, dass sie da irgendwie. Die rennen den einfach hinterher, ja, also und texten die voll. Und das ist, glaube ich, der einzige Grund, warum man sich als Frau vielleicht verstellt. Ansonsten glaube ich nicht, dass das so ist. Außer aus diesem Grund. Das ist ja auch, weil die Hemmschwelle einfach im Internet viel, viel, viel geringer, wenn sie überhaupt irgendwo bei manchen existiert. In der Diskothek als Frau, ne, da wirst du halt auch schon angesprochen und so. Und dann, wenn du ein bisschen herberer Typ bist, dann sagst du, du, ne, guckst du, dass du Land gewinnst. Nein, danke. Aber in Videospielen, da kannst du sagen, guckst du, dass du Land gewinnst? Nein, danke. Und dann holt er gleich noch seine Kollegen und dann stehen da noch mehr. Also das ist. Das ist, ich könnte das gut verstehen. Slabby. Wenn Frauen damit nicht umgehen können. Ja, man muss der Typ dazu sein, ja. So Sali hat da gar keinen Stress mit. Aber es gibt natürlich auch viele Frauen, die eben nicht ganz so
selbstbewusst durchs Leben rennen, sagen wir mal so, ja. Und weil sie auch gar nicht so erzogen werden, ja. Also selbst heute noch nicht, obwohl sich das ja schon extrem stark geändert hat in den letzten 50 Jahren, definitiv. Denkt mal an die Mädels aus den 50ern, ja. Da wären gar nicht, also Püppchen, die irgendwo in die Ecke gestellt wurden und waren da, wenn der Mann sie brauchte. So war es, ja. Auch in der Realität und nicht nur im Fernsehen. Und das hat sich natürlich schon geändert, aber trotz alledem ist es doch sehr, sehr oft so, dass Frauen ein geringeres Selbstbewusstsein haben als Männer. Männer sind da eher so, ne, ich gehe hier jetzt durch. Es gibt natürlich auch Männer ohne Selbstbewusstsein, genügend, aber das ist eine andere Geschichte. Einwand, wenn ich einwenden darf. Also die erste sitzt hier direkt schräg unter mir, die Frau, also ich habe die Frau persönlich kennengelernt, der kann es nichts vormachen, gar. Wenn die da durch will, dann will die das da durch. Das habe ich ja gesagt. Es gibt natürlich auch Frauen, die eben selbstbewusst genug sind und das ohne Probleme, für die ist das wurscht. Ja? Also Sali muss ich nicht verstecken. Aber da ist das halt wieder, wo du hast, um deine These von vorn aufzugreifen, eigentlich sind wir doch alles dieselben, weißt du. Und bei uns Männern würde ich sagen, ist das genau dasselbe, dass da genau solche Pfiffikusse da sind, die, ich sag's jetzt mal, den Arsch nicht an der Wand kriegen zum Beispiel, ja. Ja, ist komisch. Also es gibt genügend Männer, die auch kein Selbstbewusstsein haben, aber trotzdem sind sie per Definition Männer und damit irgendwie anders, ja? Oder also werden anders bewertet als eine Frau, definitiv. Ja, sonst würden wir nämlich darüber reden. Eben, ja. Eben. Ja, genau. Anscheinend ist es so, ja. Ja, ja. Anscheinend ist das so. Slabby, ich meine, du bist ja ein junger Hüpfer, du siehst Christian Bale-artig aus. Ich meine, du lernst ja die ein oder andere kennen. Bei dir ist ja, dein Stream ist ja quasi Frauen. Ja, wie soll ich das sagen? Die Legebatterie, nenne ich es mal, für Hühners. Ja? Du hast ja, wie ist, also die gehen ja wirklich offen damit um, manchmal oder sehr häufig, oder? Also wie empfindest du das? Denkst du, dass die Frauen sich verstecken und sich als Mann ausgeben im Internet? Bei Twitch ehrlich gesagt nicht. Also da kommen die Leute schon raus. Oder die Mädels auch. Ne? Die quatschen natürlich gerne immer mal so. Aber ich würde jetzt, ist das so, dass bei mir viele Frauen zugucken? Das also, hättest du nicht gesagt. Wäre ich eine Frau, ich würde voll auf die abfahren, das sage ich dir immer wieder. Gott sei Dank. Bist du keine Frau? Spaß. Nein. Gute Frage. Es gibt Bereiche, glaube ich, im Internet, da trauen sich Mädels nicht so sehr heraus, weil man dann halt Angst haben muss, dann tatsächlich die, besonderen Männer hervorzuheben. Also würde ich jetzt zum Beispiel in einem größeren Stream zuschauen, als Frau. Ja, ich schlüpfe mal in die Rolle als Frau und gucke in einem League of Legends Stream zu oder in einem Hearthstone Stream, der irgendwie 20.000 Zuschauer hat, diese einschlägigen Communities oder Call of Duty, und würde mich da als Frau ausgeben und hätte kein Selbstbewusstsein und könnte nicht mit den ganzen Antworten umgehen, hätte ich, glaube ich, schon ein Problem mit den ganzen Reaktionen, die das auslösen würde. Würde sich das Thema jetzt um mich drehen. Ich meine, klar, ich kann nicht was in den Chat schreiben und es geht unter oder so bei 20.000 Leuten. Aber es gibt so gewisse Communities, nicht nur in Spielen, überhaupt im Internet im Allgemeinen, da würde ich mich persönlich, wäre ich eine Frau, nicht gern als Frau ausgeben. Da würde ich eher so tun, ne, als wäre ich ein Kerl. Einfach weil es passend zu deiner Mütze, Haters need love too. Eben Hater sind ja eigentlich exakt die Leute, die nach Love suchen. Nur auf sehr, sehr seltsame Art und Weise. Und die würden dann sich schon darauf stürzen. Bei mir ist das jetzt nicht so. Bei mir gucken aber auch nicht so viele Leute zu. Und ich spiele jetzt auch nicht diese Spiele, die eben diese Hater anziehen, glücklicherweise. Zumindest jetzt gerade nicht, weil ich kein Minecraft mehr spiele. Ich mache jetzt mal eine ganz gewagte These. Mach mal. Ich mache jetzt hier eine richtig gewagte These und da möchte ich, dass sie die komplett auseinanderfleischt oder einfach abnickt, okay? Ich sage es jetzt mal ganz erlaub. Ich habe mir jetzt alles angehört von euch und ich würde jetzt mal ganz ehrlich sagen, die Nerdfrauen, also Nerd-Nerdfrauen, die junge Dame, die jetzt gerade mit uns spricht, ist durch und durch eine Nerd-Dame, haben mehr Selbstbewusstsein und gehen offen mit ihrer Sexualität um, sprich das Geschlecht, als Casual-Ladies, die, sage ich mal, ab und zu so ein bisschen spielen und die dann mal Twitch gucken, aber also das doch ein bisschen unter verschlossener Hand halten, weil sie denken, so würde ich das jetzt mal in den Raum stellen.
Sali, du kannst gleich. Also ich würde nie hinterm Busch halten, dass ich eine Frau bin. Ich bin stolz darauf, eine Frau zu sein. Ich bin, was ich sagen muss. Du hast nicht zugehört, das muss ich dir sagen. Ich habe ja gesagt, die Nerd-Frauen, so wie du, ja, die gehen offen damit um, die sind quasi ob Vorreiter. Das alle tun? Und dann gibt's ja noch die, zum Beispiel, die Garak angesprochen hatte, die, ach nee, das warst auch du, Sali, die ein bisschen auf ihrem Handy rumklemmern und ein bisschen Zelda spielen und sowas, aber halt unter vorgehaltener Hand, sage ich mal, dass die eventuell, wenn die in das Geschäft, einsteigen, dass sie sich dann so ein bisschen distanzieren und das so machen, wie ich das gerade quasi euch gefragt habe. Jetzt kannst du. Ja, also ist eine interessante These. Und wenn ich so darüber nachdenke, ich kenne jetzt so von den Nerdgirls, ja, da weiß jeder, dass es Girls sind. Das ist so, ne? Ja. Aber bei den, ja, ich weiß nicht, ich kenne zu wenig von diesen, von den Casual-Spielern. Ich kenne da echt wenige Mädels. Weiß ich nicht. Ich kann da vielleicht was zu die sagen. Die mögen mich nicht. Slappy, hau rein, komm. Erstens mal ist es gefährlich, in so Schubladen natürlich alles zu packen, aber du packst jetzt natürlich zwei Schubladen, also Frauen in zwei verschiedene Schubladen. Einmal die Nerd-Girls und einmal die normalen Girls, sage ich jetzt mal so. Ich würde sagen, kann man so nicht sagen. Ich kenne ein paar Mädels, die überhaupt nichts mit Videospielen zu tun haben und die sind trotzdem extrem selbstbewusst. Sehr, sehr selbstbewusst. Die gehen raus, die haben kein Problem damit, sich, selbst wenn sie was mit dem Internet zu tun haben, sich als Frau zu outen. Sonst aber in Spielen. Habt ihr, hört ihr mir überhaupt die Schuhe oder habt ihr geistigen Abschalter? In Spielen. Es geht ums Zocken, ja. Es geht jetzt generell, nehmen wir einfach, ich mach's am festen Beispiel Twitch, okay? Also in Twitch, Sali geht und sagt, okay, hier, ich bin selbstbewusst, Uga Uga, ich hab Feuer gemacht, sag ich mal. Und dann kommt die nächste, ach, na ja, ich hab schon ein bisschen Vorsicht. Darauf geht's. Also es geht jetzt nicht darum, die Frau in der Gesellschaft ist, sondern das Gaming. Es geht um das Gaming. Garak, lass mal Slappy kurz überlegen. Garak, komm, du wartest schon. Ich sehe es in deinen Augen. Es funkelt schon. Du willst was sagen. Ich sehe es. Nicht? Dann freust du dich einfach nur über meinen Bart. Mhm. Okay. Den finde ich super. Dann steige ich einfach ein und rede über meine eigene These. Ich habe nun schon sehr häufig Frauen kennengelernt, auch über das Internet. Und ich kenne ganz viele Damen, die, sage ich mal, so sind wie Sali. Ich kenne meine Ex-Freundin, die so ist, wie ich das gerade beschrieben habe. Die hat ordentlich was auf Schippe und hat sich nie getraut und verheimlicht das immer alles und wollte nie. Und nein, ich will nicht, dass die Leute das wissen. Sie wollte nie in meinem Stream sein. Aber hat trotzdem Selbstbewusstsein. Und ich habe sie immer gefragt, wovor sie denn Angst hat. Und sie hat meinte dann, sie kann damit nicht umgehen, dass quasi so viele Leute dann auf sie zukommen als Frau. Und darauf wollte ich eigentlich hinaus. Also ich glaube schon, dass, sage ich mal, diese in Anführungsstrichen Casual Ladies, die ihre Nerdigkeit, ihr Hobby nicht wirklich exzessiv ausleben, dass die doch schon Angst vor diesen, sag ich mal, von dieser Welle haben, die auf sie zukommt. Weil als Frau ist man halt irgendwo in meinen Augen was Besonderes. Also wenn ich das so sehe, für mich ist es definitiv schon was Schönes, mal mit einer Frau zu zocken. Also es ist nicht das Gang und Gäbe. Naja, aber es hat ja auch wieder Vorteile, ne? Auf der anderen Seite. Also ich kann mir vorstellen, dass es für die eine oder andere Gamerin ein Problem ist. Also nee, eigentlich auch wieder nicht. Also das ist so schwierig. Wenn jemand anfängt zu streamen, ja, und als Frau, das tust du ja nicht einfach so. Ja, also ich weiß nicht, ob, also Streamen ist ja nun doch schon wieder so extrovertiert, du musst ja doch ein gewisses Selbstbewusstsein und oder zumindest einen Plan haben, um zu streamen. Und ich glaube nicht, dass die Frau, die du jetzt ansprichst, die jetzt, naja, vielleicht gibt es die eine oder andere, die dann wirklich überrascht wird von dem Echo, ja, und dem Feedback. Und ich habe das im Chat gerade gelesen, auch bestimmt von den fiesen Whispers, ja. Also Whisper ist natürlich auch eine blöde Erfindung bei Twitch. Ja, ich glaube schon, weil das nicht mehr öffentlich geschrieben werden muss, dass da das ein oder andere per Whisper kommt. Da kann Sali vielleicht was zu sagen. Aber
Also ich glaube schon, dass es dann die ein oder andere gibt, die dann doch sagt, oh, da komme ich jetzt aber gar nicht mit klar, das ist jetzt alles zu viel für mich und so weiter. Nehmen wir mal Schnatzi, ja. Macht da ihr Häkelkram, macht sie sicher gut, ich habe da ja nun keine Ahnung von Häkeln. Kommt anscheinend damit klar, obwohl sie ich weiß nicht, für diejenigen, die Schnatzi nicht kennen, die ist auch hier bei den B-Pirates in der Gruppe und sie häkelt halt und so. Ja, und ist super lieb, sieht aus wie, nee, gibt sich wie 17, ist aber erheblich älter. Also, Erheblich. ja, also von 17 aus gesehen erheblich älter. Ich glaube, Schnatzi ist 25 oder 26. Wenn du da als erstes mal reinkommst in den Channel, denkst du aber, das ist so 17. So. Und die Frage ist halt immer, wie kommt sie damit klar? Das wäre vielleicht auch mal, weil das eine völlig andere Darstellung ist, als das, was Sali jetzt produziert, ja? Und Sali, bitte. Nein, nein, nur zu Ende. Ich wollte nur anmerken, dass ich danach was zu Achso, sagen habe. okay. Und ich glaube schon, dass es da Unterschiede gibt. Es scheint so zu sein, dass Schnatzi mit ihrem Erfolg, Schnatzi ist eine sehr erfolgreiche Streamerin, finde ich, für die kurze Zeit, die sie wirklich ernsthaft streamt, generiert sie mit Häkeln, Leute, mit Häkeln, irre viele Zuschauer, weil das einfach sehr angenehm ist, bei ihr zuzugucken. Ja? Nicht weil, und zwar nicht wegen einem Ausschnitt oder weil sie eine Frau ist, sondern das ist sehr angenehm. In dem Chat ist es ist angenehm, irgendwie beruhigend, die hat coole Musik, ja, die ist sehr beruhigend. Anscheinend ist das der Grund wahrscheinlich. Jedenfalls kann man das nebenbei laufen lassen und es ist ganz angenehm. So. Und das ist aber wieder eine andere Art und ich kann mir schon vorstellen, oft gehen da unheimlich viele Leute in diesen auf sie zu. Ich meine, sie wird ab und zu dicht geschmissen mit Followern und was nicht auch immer und Raids. Da habe ich auch manchmal das Gefühl, da, na, ist das jetzt nicht grenzwertig oder nicht, aber bei ihr scheint das zu funktionieren. Deswegen glaube ich schon, dass es so ist, dass es die eine oder andere damit nicht klarkommt. Aber wer erstmal zum Streamen kommt, ist ja schon so weit, dass. Also im normalen Gaming glaube ich schon, dass die Frauen da überfordert sind, weil die Männer auf sie einstürmen. Beim Streamen weniger, weil bis ich streame, muss ich mir ja Gedanken gemacht haben. Das passiert ja nicht durch Unglück, ne? Los, jetzt du. Und genau da kann ich jetzt, und genau da kann ich jetzt reingrätschen. Und zwar beim normalen Gaming war das für mich nie ein Problem. Als ich angefangen habe zu streamen, habe ich über einen Monat lang ohne Cam gestreamt. Also ich habe angefangen ohne Cam, nur mit Mikrofon, einfach weil ich habe früher Dark Age of Camelot sehr lange und sehr aktiv gespielt und danach WoW sehr lange und sehr, sehr aktiv. Und ich kenne nun mal die Pappenheimer, die so unterwegs sind. Und für mich war Twitch etwas ganz, ganz Neues, was ich durch meine PlayStation 4 entdeckt habe. Die hat da diese App drauf und dann so live von der PlayStation, da kannst du den anderen zugucken, wie die zocken. Boah, und da mal nicht auf YouTube, sondern live, das ist ja voll cool. Was ist denn das? Und so bin ich zu Twitch gekommen. Und habe mir das dann so ein bisschen ganz kurz angeschaut und so, ach komm, da kann ich auch anderen Leuten zeigen, wie gut oder manchmal auch wie schlecht ich spielen kann und warum nicht. Aber das mache ich nicht sofort mit Cam, weil ansonsten, und das ist halt nun mal als Frau so, nur hast du da nämlich gleich die ganzen so, du bist ja eine Frau, ne? So haben die erstmal gesehen, ah, guck mal, da wird das und das Spiel gespielt und sind da erstmal draufgegangen. Und dann waren sie da und haben eine Frauenstimme gehört. Und dann, ah, also, da bin ich nicht gleich voll eingestiegen. Ich habe mir erst einen Monat oder 1,5 Monate später habe ich mir erst eine Cam zugelegt. Wohlwissend. Also ich habe das mit Absicht gemacht. Ich wollte mir erst so einen kleinen Viewerstamm mit festen Leuten anhäufen, so dass wenn mal solche Trottel reinkommen und ich damals einfach noch so ein bisschen unsicher war, dass du da jemanden hast, der hinter dir steht. So, ne? Von wegen, die ist kein Kacknoob, die kann spielen. So, dann hast du da wenigstens schon mal ein paar, die für dich sprechen, damit du nicht ganz alleine da stehst. Also in MMOs, hallo, ich bin eine Frau. Bei Twitch, wir warten erst mal, bis wir das zeigen. So war es bei mir. Slebby, ich würde gerne eine Frage an dich stellen. Weil Gerne. Sali hat mir eine schöne Vorlage gegeben und ich denke mal, wir sollten dann auch langsam irgendwie voranschreiten, was die Thematik angeht.
Es schwört ja die These rum, wozu ich mich übrigens auch noch äußern möchte. Es schwört ja die These rum, dass Frauen es generell einfacher haben bei Twitch als andere. Weil Sali das gerade erzählt hat aus ihrem eigenen, oder auch Schnatzi als Beispiel gefallen ist, dass das gekommen ist. Haben Frauen es einfacher bei Twitch oder nicht? Ja, geht ja auch gerade durch den Chat durch, die Diskussion. Eben drum. Ich bin der festen Überzeugung und ich habe mittlerweile sogar Artikel und Studien, keine wissenschaftlichen, ne, weil welcher Wissenschaftler setzt sich über so ein unwichtiges Thema schon oder so ein Thema, so ein Randthema der Gesellschaft halt hin und macht da eine Studie drüber, aber halt von Leuten, die mit dem Thema sehr bewandert sind und im Internet gelesen. Nein. Selbst am Anfang hast du es nicht als normaler Gamer, egal ob du Frau oder Mann bist, nicht einfacher. Es ist immer gleich schwierig. Was du als Frau am Anfang vielleicht hast, sind eben diese Bengel, die bei dir reinkommen und nur gucken, weil du gerade eine Frau bist und weil sie irgendwie gerade Druck haben oder so. Aber ich persönlich muss sagen, und das bezieht sich auch so ein bisschen auf das, was Sally gesagt hat, ich persönlich, wäre ich eine Frau, die sowas streamen würde oder so anfangen würde, ich würde die alle erstmal rauskicken. Ich würde die alle gar nicht erst da haben wollen bei mir, weil das einfach eine falsche Zuschauerschaft ist. Man will ja als Streamer irgendwann, zumindest sind wir, denken wir so, gehe ich mal von aus, dass wir halt eine Community aufbauen wollen. Und keine kranke Community, sondern eine vernünftige Community. Eine, die halt untereinander auch gut funktioniert. Und das kannst du einfach nicht, wenn du einfach Jungs wie diesen halt Zugang gewährst. Ne? Das ist so, als würdest du dich als Kerl da hinsetzen und anfangen, mit anderen Mitteln halt irgendwie die Leute anzulocken. Sei es Botting, sei es irgendwelche, weiß ich nicht, 100.000 Giveaways oder ne, diese ganzen Geschichten mit im Titel stehen und rumwerben und bei Twitter irgendwie jedem Hinack folgen, nur um Publicity zu machen, dann wirst du auch eine falsche Community aufbauen. Das heißt, wenn du dich da hinsetzt und deinen Ausschnitt schön präsentierst und einen auf dumm spielst, wirst du genauso eine falsche Community aufbauen. Deswegen, es ist einfach zu urteilen, es ist super easy als Frau anzufangen zu streamen, ja, aber es ist super schwierig aus dieser kranken Community dann irgendwann einmal wieder rauszukommen. Das heißt, wenn du wirklich auf Dauer Erfolg haben möchtest und Spaß an der Sache für lange haben möchtest, dann ist es noch viel schwieriger, würde ich sagen, weil du eben diese Leute von dir abhalten musst, die halt, ja. Und es gibt halt die Streamerinnen, die genauso angefangen haben und ich kann mir vorstellen, dass jemand, der das 1-2 Jahre gemacht hat, die ganze Zeit die Brüste in die Kamera zu schieben, sich dann auch irgendwann langweilt davon, den ganzen Tag sowas zu machen und sich dann auch irgendwann die Frage stellt, möchte ich nicht irgendwann mal vielleicht auch mal was Erwachsenes machen? Aber dann ist es halt zu spät und dann hast du deinen Namen da im Internet, in der Öffentlichkeit und dann bist du halt gebrandmarkt mit einem Kreuz auf deiner Stirn. Das war eine sehr geile Metapher. Die fand ich Weltklasse, Weltklasse. Die war richtig gut. Sali, du hast zwischendurch genickt und gleichzeitig abgewunken. Das kannst du nicht mehr wechseln. Da kannst du nicht mehr wechseln. Wenn du dir so eine Community rangezogen hast mit, ne? Mit den Ausschnitten und hier hast du nur Möpse, du siehst bei den Mädels. Das ist das Schlimme ist, ich ärgere mich da so wahnsinnig drüber, ja, dass die mein größtes Hobby so vergewaltigen. Weil du gehst da rein in die Streams, du siehst eigentlich nur das Wichtigste, ne? Brüste in der richtigen Position, also kein Mensch zockt so, in welchen Positionen die sitzen. Und dann haben die so einen Flunsch, ja, das Bild siehst du irgendwo, es sind ja eigentlich immer die gleichen Spiele, die sie spielen. Fallen einfach nur zwei ein gerade. Das haben die so groß wie ich meine Kitty Cam, wenn ich mich unterhalte mit den Viewern. Ja, also so groß ist das Game dann. Und dann mit so einem Flunsch. Dann denke ich mir immer, Mädel, ehrlich, muss das sein? Muss das sein? Wenn du keinen Spaß an der Sache hast und da wirklich nur sitzt wegen der Kohle, oh, dann geh weg. Das ist für mich, ja. Aber diese Community, die du dir da rangezogen hast, die kannst du nie wieder wechseln. Da kannst du dir einen neuen Account machen oder am besten dann ohne Cam streamen und versuchen, die Stimme zu verstellen, dass du neue Leute ranbekommst, weil das kriegst du nicht mehr weg. Das Schlimme ist, als Frau musst du dir dann auch noch, ich habe ja wirklich einen Monat ohne
Cam gestreamt und dann habe ich mir jeden Tag, als ich Cam hatte, überlegt, oh Gott, was ziehst denn du heute an? Ne? So privat laufe ich vielleicht ein bisschen offenherz, also so ein bisschen aus. Meine Güte, ich bin eine Frau und ich bin über 30, also ich kann auch zeigen, was ich habe. Aber nicht auf Twitch. Das ist mir ganz wichtig, weil hier steht für mich an allererster Stelle meine Community, mit der ich Spaß habe und mein Gameplay. Ja? Ich möchte, wenn ich gefeiert werde, dann möchte ich dafür gefeiert werden, dass ich eine gute Zockerin bin, dass ich eine... Durchhaltevermögen habe im Spiele oder einfach gerade total faile und wir Spaß haben. Ja, und nicht dafür gefeiert werden, was für tolle Brüste ich habe. Also. Ne? Sali. Ja. Jetzt mal noch eine Frage hinterhergeschmissen, quasi, wie der Bonbon nach dem schlechten Essen, die Minze. Fühlst du dich persönlich irgendwo beeinträchtigt davon, dass dir Leute aufgrund diese Art von Streamern, die auf den Sack gehen und das genau von dir wollen und dich versuchen dahin zu, ja, sag ich mal, hinzuleiten mit ihren Kommentaren etc. pp. Das war früher ganz stark so. Also gerade wo ich angefangen habe und mich auf Twitch nicht so ausgekannt habe, waren so ein paar sehr enge Leute, die ich dann in der Community hatten, die haben dann schon gesagt, so, oh, Sali, ne, also wenn du da ein bisschen mehr haben möchtest, musst du halt ein bisschen mehr Ausschnitt zeigen, nur so ein bisschen und so. Und, ja. Ich glaube, du musst da einfach genau wissen, was du möchtest. Also, ich verstehe nicht, dass man heutzutage einfach live sein kann und Leute gucken dir zu und du überlegst noch nicht mal, weil ich meine, es schauen dir Menschen zu. Da musst du dir doch mal ganz kurz Gedanken drüber machen, was machst du da? Was möchtest du darstellen? Und ja, was möchtest du darstellen? Und das ist was, das möchte ich nicht darstellen. Das muss nicht sein. Und das müssen andere auch nicht sein. Aber ich habe es schon wegen anderen ja, schwerer in der Hinsicht. Okay. Ernst genommen zu werden und ja. Garak, ich weiß, du machst richtig viel in der Freizeit. Du bist auf Twitch unterwegs, du guckst Frauen zu. Das weiß ich ja auch. Da sind ja schon eine Handvoll, die du sagst, ja, die feiere ich, die sind klasse. Wie ist das Empfinden für dich? Denkst du wirklich manchmal darüber nach, dass du sie überhaupt nicht mehr ernst nehmen kannst, diese Frauen, die du schaust, aufgrund der anderen, weil du sie irgendwie mit anderen Augen siehst, oder differenzierst du das selber noch und hast dich quasi noch nicht so an dieses Bild, sag ich mal, gewöhnt? Merkst du die Frage nochmal vorhin schnell aufgeschrieben, damit ich sie nicht vergesse? Ja, nö. Also für mich macht das, also ich kann schon differenzieren zwischen Sali und Miramisu, ja, das schaffe ich gerade noch, denn es gibt da gerade ist durchgekommen durch den TÜV. Es gibt dort doch einige Unterschiede und um auf die ursprüngliche Frage und dann kommt das in der Folge. Ich glaube nicht, dass Frauen sie haben einen kurzfristigen Vorteil, da gebe ich es Levi recht, einen ganz kurzfristigen Vorteil. In dem Moment, wo sie anfangen zu streamen, gucken mehr Männer kurz mal, oh, da ist eine neue Frau, die habe ich noch nicht gesehen, mal gucken. Dass, wenn sie dann ein Businessmodell, wie man das so schön sagt, daraus macht, wie die ein oder andere Dame bei Twitch das tut, dann wird sie eine große Community aufbauen auf Basis ihres Businessmodells. Aber ihr Businessmodell sieht halt anders aus als das von den anderen. Da geht es nicht um das Gamen, sondern um das Einsammeln von Kohle. Von den ganzen kleinen, pickeligen 12-Jährigen, die ihr Taschengeld dafür rausfeiern. Und das geht wahrscheinlich auch noch bis zu 30 oder so. Irgendwann wird man dann ja wach und erwachsen. Und obwohl, das will ich gar nicht sagen, es gibt auch da noch ein paar Ausnahmen. Aber in der Masse ist das ein ganz spezielles Klientel von Mann, wobei die meisten ja noch nicht mal Mann sind. Ja, sie sind männlich per Definition, aber ja, und die schmeißen das Geld rein. Es gibt tatsächlich wirklich Streamerinnen, die arbeiten damit. Das ist deren Businessmodell und dann finde ich das legitim, weil wer da Geld bezahlt, kriegt das, was er verdient. Ja, ein leeres Konto. Das ist in Ordnung. Wenn ein Mann das machen möchte, dann ist es sein Ding und dann soll er das tun.
Nach meiner Meinung fehlt denen zwar einige, die haben Defizite, aber was soll's. Also es stört mich nicht. Die Frauen, die das tun, machen das aus einem ganz bestimmten Grund, nämlich das Geld zu zocken. Und das ist auch legitim. Also eigentlich finde ich das gar nicht schlimm. So, also ich reg mich da gar nicht so drüber auf. Und ich glaube auch nicht, dass das, oder es gibt sogar das Gegenteil, es gibt viele Typen, die sich drüber aufregen, dass manche Frauen so sind, die dann quasi sogar Geld dafür ausgeben können, das habe ich im Chat gelesen, fand ich ganz interessant, das habe ich auch schon einmal gesehen, wäre ich jetzt aber nicht drauf gekommen, dass man eben für Chat, also das ist dann, können nur Subscriber können irgendwie schreiben, ja, und dann subscriben die nur, damit sie haten können, ja, auch das ist völlig krank, aber das gehört zum Businessmodell der Frau dazu, die weiß ganz genau, also eigentlich, ich will jetzt nicht sagen, dass man sie toll finden muss, aber eigentlich machen sie es richtig für ihr Ding, was sie machen wollen, nämlich an die Kohle der dummen Zuschauer ranzukommen. Und das machen sie korrekt. Wenn ich das jetzt, und deswegen gibt es da auch eine ganz klare Unterscheidung zu Streamerinnen wie Sali zum Beispiel oder Schnatzi oder wartet, da gibt es ja Tausende, hoffe ich, also in jedem Fall Hunderte, wahrscheinlich Tausende sogar, die eben ein ganz anderes Businessmodell haben. Die haben nämlich einfach Spaß am Spielen und wollen das streamen und finden das Streamen geil und so. Und wenn sie dann hier und da vielleicht mal Groschen bekommen, dann freuen sie sich darüber, dass sie unterstützt werden für das, was sie tun, aber eben für die Leistung, die sie abliefern, genauso wie ein Mann sie abliefert. Was ich noch nicht gesehen habe, und das finde ich auch ein bisschen bedenklich, da müssen die Männer sich noch emanzipieren. Ich habe noch keine männliche Miramisu gesehen. Nicht, dass ich wüsste jedenfalls oder ähnlich. Aber ich habe schon viele Männer mit Brüsten gesehen. Aber noch nicht so, also die haben das noch nicht so ganz im Griff. Aber was auf Frauen, nee, also ich würde das schon differenzieren. Ich glaube, das machen die Zuschauer auch. Ich glaube nicht, dass Sali das Klientel hat, das zuguckt bei diesen einschlägigen Doppel-D-Tanten, die LOL spielen. Ja? Ich glaube, das ist ein anderes Klientel und lass sie doch da zugucken und ihr Geld loswerden. Das macht mir nichts aus. Also ich finde das eher bedenklich, dass Twitch das zulässt, weil das in den Regeln widerspricht und Twitch da einfach nicht eingreift. Und das wäre ja ein leichtes. Ich meine, die sind ja nicht blind. Die müssen nur den Stream angucken und ich glaube, dass viele Leute das auch melden. Aber warum? Die ziehen Zuschauer. Ja, das ist halt wie überall im Leben, wenn du Zuschauer ziehst, hast du recht. Ja? Und deswegen, also mich dreht das nicht auf, aber es gibt halt schon gewaltige Unterschiede und ich kann mir vorstellen, dass es Frauen nervt. Ja? Eher Männer nicht, sondern Frauen nervt es. Ja? Ja. Ja, mich nervt das, weil das oft einfach, ganz, ganz oft, ich meine, Twitch ist dafür da, für kreative Menschen, anderen Menschen zu zeigen, was sie können und im Gamer-Bereich etwas zu zeigen, zu unterhalten. Und nicht das, ich meine, ich lasse doch auch keinen blinden Taxi fahren. Ja, die, wenn sie nicht einfach nur da sitzen und ein bisschen. Oder dann noch so ein mieses Gesicht ziehen und nur, wenn die Donation reinkommt. Also bitte, nee, ich finde das ganz grausam. Und das ist einfach das, was sich auf alle anderen Frauen zurückspiegelt. Ja. Das ist dann, darum heißt es ja auch, dass ich, oder wenn die daran reinkommen, oh ja, oh, das kleine Mädchen darf auch mal spielen, oh guck mal hier, ah, oh, hast du die Stelle jetzt schon dreimal nicht geschafft, hol mal deinen Mann her, lass mal deinen Mann das spielen, ja, der kann das viel besser. Und das ist was, also es gibt wenig Sachen, was mich wirklich ärgert oder provoziert oder mich hinterm Ofen hervorholt, aber das holt mich hervor, weil mich das ärgert, weil ich, ne? Ich will nicht auf diese gleiche Stufe gestellt werden und es ist so unglaublich schwer, ich habe eigentlich gar keine Lust in der Hinsicht, mich zu beweisen, aber man muss es ja irgendwo, man versucht sich ja abzuheben und zu zeigen, ich kann aber was, ich sitze nicht nur da und mache. Ich kann mir das auch vorstellen, dass das, das für und eine Frau ein Problem ist. Ja? Also ich finde, das genau. Sollte weg. Ja. Ja. Sollen sich was anderes suchen. Also ich meine, ich bin mal so frei, ich sag mal, worauf ich eigentlich als nächstes dann hinaus möchte, auch noch schon vorweg mal, dass ihr einen kleinen Gedanken daran verliert.
Ich kann euch sagen, Sali ist eine der wenigen Frauen, die richtig was auf dem Kasten hat. Ja, die spielt alle Spiele auf schwer, ultraschwer, was ich auch gemacht habe. Und ich weiß, was das für eine scheiß Anstrengung ist. Dazu noch mit dem Controller, was nochmal eine Nummer härter ist. Also da gebe ich dir auf jeden Fall recht, um mal darauf einzugehen. Ja? Die Frage für euch, die ich danach stelle, nachdem ich meine Meinung abgegeben habe zu dem Senf hier noch, zu der Bockwurst, ich will den Senf noch aufschmieren. Denkt ihr, dass Frauen generell schlechter im Spielen sind als Männer? Das ist nur eine These, das ist die Frage. Meine Antwort auf die ganze, auf diese ganze Frage, die generell gerade gestellt wurde, ob Frauen einen Vorteil haben oder nicht. Ich sage ja und auch nein. Im Endeffekt ist jeder sein eigener, also jeder schmiedet sein eigenes Glück. Jeder. Und egal, ob du Brüste hast, ob du wunderschön bist oder ob du das Geschäftsmodell deines Grauens hast, die Qualität, darauf kommt es näher an, was du ablieferst, und das ist egal, ob du eine Frau bist oder ein Mann. Natürlich dauert es bei dem einen oder bei dem anderen ein bisschen länger. Bei uns generell dauert es ja alles ein bisschen länger, weil wir ja etwas anders sind, sag ich mal, als der Mainstream auf Twitch, weil wir uns ja etwas anders geben und noch gewisse Werte den Leuten mitgeben. Aber ich glaube, das macht keinen Unterschied, ob Mann oder Frau ist. Es gibt genauso... Ich greife mal Garak seine These auf. Kennt jemand eine erfolgreiche Frau auf Twitch, die mehr als 10.000 Viewer hat? Ich nicht. Garak nicht, Sali nicht, Slappy nicht. Ich gehe davon aus, jemand anderes... Bis bei 5.000 wird er sehen. Ab 5.000, da kommt vielleicht mal jemand hin. Gibt es nicht, Leute. Gibt es nicht. Warum nicht? Weil es wahrscheinlich qualitativ... noch nicht da angekommen ist. Oder warum auch immer. Man weiß es nicht. Aber diese Damen haben keinen Vorteil. Und sie kriegen, um das mal wieder auf den wichtigen wahrscheinlich Aspekt zu bringen, sie kriegen auch nicht mehr Geld. Sie kriegen sogar weniger. Das ist ein Irrtum, nur weil da 1-2 Euro Dinger immer dauernd durchballern mit irgendwelchen Hate-Messages, die sowieso danach wieder zurückgezogen werden, wo die Leute immer nur Stress haben. Ihr habt das, also das System wurde noch überhaupt nicht verstanden, dass die überhaupt gar kein Geld generieren. Sie generieren kein Geld. Sie machen eigentlich, haben nur Stress dadurch. Also haben sie auch überhaupt null Vorteile, in keiner Art und Weise. Also von daher, ich sehe nicht, dass da ein Vorteil besteht. Natürlich besteht ein Vorteil bei Damen in meinen Augen wie Sali, weil sie treue Leute hat und die das ernst meinen und das wertschätzen. Dieser Vorteil besteht natürlich am Anfang, wenn man rauspickt, aber das kann man als Mann auch haben. Also ist es ist quasi, es ist furchtsegal, ob du Mann oder Frau bist, alles, das funktioniert sowieso. Das macht keinen Unterschied. Es zählt am Ende des Tages zählt immer die Qualität und das, was du geleistet hast und was du danach noch leistest. Und der Rest ist Wumpe. Also für mich ist es ein ganz klar, um mein eigenes Jein zu revidieren, nein. Also man hat keinen Vorteil. Nee, man nicht. Jetzt lasst uns doch mal, zurückgehen zu der Frage, können Frauen besser zocken oder warum, lasst uns das doch mal so angehen. Können wir auf demselben Level sein wie eine Frau? Ich weiß, das ist sehr anstößig, aber die Frage möchte ich auch so anstößig stellen. Also können wir auf demselben, um jetzt mal die Gamersprache zu nutzen, können wir auf demselben Skill-Level sein wie eine Frau oder können Frauen auf Männer-Skill-Level sein? Könnten wir zum Beispiel sagen, Sali spielt morgen Counter-Strike mit den ganz großen Nummern und fegt sie alle vom Platz. Slappy. Sali würde wahrscheinlich morgen nicht Counter-Strike zocken. Abgesehen davon. Es ist, ich finde die Frage sehr, sehr, die Frage ist sehr, sehr schwierig, weil meiner Meinung nach wird Frauen, wie wir ja auch schon festgestellt haben, werden Frauen viel zu viele Hürden auf den Weg gestellt, um überhaupt auf dieses Level zu kommen. Die Jugendarbeit ist scheiße, ne? Wie ich vorhin schon gesagt habe, die Frauen werden ganz anders sozialisiert in die Gamerschaft als einfach Männer. Das heißt, es fallen einfach schon ganz, ganz viele Frauen ganz am Anfang ab, die einfach nicht mit Gaming groß werden. So, da sind dann halt eher, also es sind auf jeden Fall weniger Frauen von früh an Gamer als Männer. Wenn du auf ein gewisses Skill-Level kommen willst in Counter-Strike, League of Legends oder was, musst du natürlich erstmal 5 Jahre lang irgendwie das Spiel durchspielen bis zum Exzess. Und wenn du einfach von vornherein nicht damit groß gewachsen bist, dann ist es natürlich schwieriger. Da fehlt ja einfach das Talent. Sali, was hin?
Aber es geht ja nicht darum, wie viele Männer im Vergleich zu wie vielen Frauen, sondern können Frauen und Männer das? Und das ist ganz einfach. Natürlich, Klar ja. können sie das. Ja. Wenn sie, Vom ne? Wenn sie sich beide gleichzeitig so viel damit beschäftigen, warum sollte das Mann Ja. oder Frau nicht genauso gut können? Warum sollte der Mann nicht genauso gut Candy Crush spielen wie ne? Oder die Ja. Frau so gut CSGO? Das ist. Ja, es gibt ja eine StarCraft-Spielerin, die spielt ganz oben mit gegen all die anderen großen StarCraft-Spieler. Die spielt den ganzen Finals von den ESL. Ich weiß, ich habe keine Ahnung von StarCraft, deswegen kann ich da jetzt hier keinen Namen nennen oder was. Aber da gibt es natürlich, gibt es da, aber die sind halt auch entsprechend weniger, weil wir das Ganze halt relativ sehen müssen, ne? Wenn es weniger Spielerinnen gibt, gibt es auch weniger gute Spielerin, Du hast so genau würde die ich das jetzt sagen. Ausnahme wiedergebracht, die ich auch bringen wollte, Slevy. Du hast Ja. mal wieder in meinem Bart reingeschaut und hast es rausgezauselt. Aber gut, um Hat einfach er den die. schon festgebunden? Der ist schon fertig. Ich dachte schon, du kannst ihn nicht rauskillern, aber was willst du machen? Karak, ich meine, du bist ja auch schon, wie gesagt, sehr lange im Geschäft. Du guckst dir auch einiges an. Wenn du jetzt mal das von Slevy aufgreifst und wir sagen mal. Wir sehen das mal als Sport an, den E-Sports, ja. Warum denkst du, weil du ja auch so generell sehr viel Erfahrung im Geschäftlichen hast, warum denkst du, wird sowas nicht aufgegriffen? Also das Frauenliga-Modell, weißt du? Ich meine, wenn wir jetzt mal Frauenfußball und Fußball vergleichen, wer zum Kuckuck kennt Frauenfußball? Niemand, oder? Also ich meine, Fußball. wir haben es schon mal gehört, also das war schon mal vorhanden, aber wieso kommt das nicht? Auch ja, also jetzt im E-Sport, ja, warum, wer will denn nicht 10 sexy Ladies auf der Bühne sehen, die sich da so ein bisschen, oder mal eine schöne Frau bei League of Legends in einem Team vor 500.000 Zuschauern, wer möchte das nicht mal sehen? Also ich würde mich riesig freuen, also das wäre die Im Idee. neuen FIFA gibt es jetzt Frauenmannschaften, ne? Ja, Seit okay. diesem Jahr. Klasse. Ist Aber auch wer eine guckt? super Sache. Er guckt schon Fußball. Nein, ehrlich, das war jetzt nicht sarkastisch gemeint. Das meine ich wirklich so. Ich gucke Fußball. Ja, okay. Ich gucke keinen Fußball. Ich komme Deswegen, aus weil Dortmund. Slappy, hau ab mit deinem Fußball. Das war ein Beispiel. Wir können auch Handball. gerne Handball. Lass uns Handball oder Volleyball. Da haben Volleyball. ja. Da gibt's, da sind die Frauen besser als die N Männer. Und nichtsdestotrotz, beliebter. Garak, bitte, du hast das Wort. Es gibt ja auch keine American Football Mannschaften, oder? Mit Frauen? Also ich Nee. habe mal eine gesehen, aber die haben nur ein Dessous. Also das war irgendwie, glaube ich, ein Werbegag. Also da passte das Klischee dann wieder. Aber ja, die Frage ist, warum muss das sein? Also ich bin ja, es gibt keine E-Sport Mannschaften, in der hauptsächlich Frauen sind oder nur Frauen sind und keine Frauen liegen. Die Frage ist ja, das ist ja auch wieder so ein Emanzipationsding. Warum muss eine Frau das unbedingt dann machen? Also, es gibt, American Football ist ein gutes Beispiel, da gibt es auch keine Frauenligen. Und das hat wohl seinen Grund, weil das eben vielleicht den Frauen nicht Spaß macht, nicht liegt, keine Ahnung. Das wird bei E-Sports genauso sein. Ich hatte ja das vorhin, nämlich hat geschrieben, warum muss eine Frau besser sein oder sagen wir mal auch genauso gut oder topfit in einem Spiel sein, nur weil sie Frau ist. Also ich glaube, dass das gar nicht so relevant ist, ob es nun eine E-Sport-Liga gibt oder nicht, denn wer würde denn da zugucken wollen? Also du hast ja das Problem, gerade das, was du vorhin angesprochen hast, um LOL vernünftig oben in der Spitze mitzuspielen, müsste man 5 Jahre spielen. Oder 4 oder meinetwegen, also lange, ja. Ich bin zum Beispiel, aber es gibt wieder andere Bereiche, wo man Frauen findet, die top sind, ne? Also wenn ich jetzt H1Z1 spiele, ja, da bin ich das Totalopfer, ja. Und Streamerinnen wie Admonition oder so, die sind da König, ja. Da habe ich überhaupt gar keinen Stich, ja. Und dafür kann die kein Flugzeug fliegen, ich aber schon. Also ich glaube, das ist doch eher eine Neigungsgeschichte und ich weiß nicht, ob man das da so reinpressen muss und sagen muss, naja, es gibt Männerligen, also muss es auch Frauenligen geben. Ich glaube nicht, dass es notwendigerweise so ist. Ich kann auch nicht mal sagen, dass ich schade finde, dass es so ist, weil das ist mir eigentlich egal. Also, weil für mich zählt, meinetwegen könnte das auch ein Mix sein, ja? Also für mich zählt eigentlich das Resultat, ja? Warum gibt es überhaupt nur Männerliga? Warum sind da nicht einfach Frauen mit drin? Ja? Es sind Gamer.
das sind Gamer-Ligen, E-Sports-Ligen. Also warum differenziere ich überhaupt zwischen Mann und Frau? Brauche ich doch gar nicht. Ich packe sie einfach alle zusammen und die spielen dann lustig vor sich hin. Und das wird auch funktionieren. Das denke ich auch. Warum soll man sie immer trennen? Ja, ich gerade die Trennung, vor allen Dingen in den Schulen, haben wir vor 30, 40 Jahren abgeschafft. Ja, bis auf manche Länder, wo es noch so ist. Aber in Deutschland gibt es das schon ewig nicht mehr. Warum will man das trennen in Ligen? Also auch bei den Fußballern, okay, da kann ich es noch gerade verstehen. Das macht vielleicht keinen großen Sinn, die zusammen zu laufen zu lassen. Aber was für ein Drama war es, meine Schiedsrichterin zu kriegen im Männerfußball, ja? Die gibt's ja heute kaum, ja? Ich kann mich gar nicht, gibt's in der Bundesliga überhaupt eine? Ja. Gibt's? Aber es sind doch wirkliche Ausnahmen. Warum ist das so? Sind die dumm oder warum gibt es die nicht, ja? Und das ist im E-Sport genauso. Also eigentlich gibt es da ausreichend Frauen, die es wohl könnten. Mhm. Ich glaube aber nur, dass man hat halt diese Männerdomäne und da, ich meine, für einen Mann ist es nach wie vor scheiße, gegen eine Frau zu verlieren. Ja, kopfmäßig. Ja. Und ich tue das dauernd, ja, in diesen ganzen First-Person-Shootern und so, da lose ich total. Ich habe da auch kein Problem mit, aber in der Masse haben die Männer das schon. Da muss man ja mal ehrlich sein, ist so. Und naja, und deswegen glaube ich, wird es nie diese Ligen geben, außer die Frauen machen eine eigene, aber dann ist es doch der falsche Weg. Also ich finde, der Vergleich zwischen Sport und E-Sport in dem Sinne hinkt ein bisschen, weil beim richtigen Sport, wo man sich bewegen muss und es auf die Physis ankommt, ja, sind Frauen einfach rein körperlich im Nachteil. Ja. Beim E-Sport sind sie es nicht. Und deswegen braucht man keine Frauenliga in dem Sinne im E-Sport, weil Mädels haben genauso ein funktionierendes Gehirn, die haben genauso funktionierende Finger und können das Gleiche leisten wie Männer. Und von daher stellt sich die Frage gar nicht, warum man da eine Geschlechtertrennung überhaupt haben müsste, finde ich jetzt persönlich zumindest. Eben drum, weil der Charakter ist ja mit fit, solange du WASD oder deine, wie nennen sich diese Dinge? Die Sticks da? Analog-Sticks? Ja, heißt die Analog-Sticks? Ja, sie heißen Analog-Sticks. Also das macht doch gar keinen Unterschied, oder? Ich finde das so affig, ganz ehrlich. Und ich meine, gegen eine Frau verlieren, okay, das mag wahrscheinlich nicht so wirklich cool, nicht so cool sein. Ich weiß es nicht. Also ich habe gegen meine Großmutter früher immer Mensch, ärgere dich nicht verloren, ja. Und ich sage euch eins, das fühlt sich echt kacke an. Ja, aber gegen der Papa, dann war das nicht so. Ich weiß nicht, woher das kommt, Sally, ganz ehrlich. Ehrlich? Und, ja. Aber das ist doch nur ein Gamer, gegen den ich jetzt gerade, also das ist mir eben drum. Egal, ob das Männlein, Weiblein oder eine Katze ist, ja. Na, bei der Katze würde ich mir Sorgen machen, ganz ehrlich. Respekt, oder? Also das ist mir sowas von, das ist so interessant, worüber sich die Männer dann Gedanken machen, weil mir als Frau ist das so schnurzpiep egal. Ich hab den Blatt gemacht, yay. als Gay, das ist mir egal, wer oder was das ist. Ja, aber ich weiß nicht, ich denke schon, dass das eine große Rolle spielt, dass das auch daher kommt, warum zum Beispiel in zum Beispiel League of Legends Teams, was ich schon seit Jahren, seit den Anfängen beobachte, es gibt keine Frauen, verdammt nochmal, ich will die da oben sehen. Nicht, weil ich frauengeil bin oder weil ich mir einen von der Palme schütteln will, ich will die da oben sehen, weil die es verdient haben. Ich meine, ich kann auch verlieren. Natürlich ärgert man sich, als wenn man gegen einen Mann verliert. Ist bei mir genauso, aber ich mache da nicht so ein Hackmack draus. Ich will die da sehen, aber es passiert einfach nicht. Und ich weiß nicht, warum. Und ich finde es so affig, dass diese Geschlechtertrennung, dass es das überhaupt gibt. Weil es gibt genug, die saugut sind. Ich meine, wie gesagt, du hast in Spielen Platin, du spielst Bloodborne wie eine junge Göttin so und ich halt nicht. Und weißt du, wie ich meine? Das ist ja... Aber ich glaube, jetzt bei diesen ganzen E-Sport-Sachen, da steckt halt, ne, da sind so viele Männer, die da auch zuschauen. Wenn du jetzt, ich glaube, das ist so ein bisschen auch eine psychische Sache. Also wäre es jetzt wahrscheinlich im ersten Moment, wenn ich drüber nachdenke, auch bei mir, dass wenn du als Team verlierst und irgendeiner von den Kerlen hat jetzt den Fehler gemacht, aber wenn du als Team verlierst und die Frau hat den Fehler gemacht, ne, bist du gleich wieder... die Frau war's. Darüber denken wir Frauen nach. Ja, wir hatten, ne, immer die schlechteste Heilerin bei DAOC. Das war immer eine Frau. Guck mal hier, die schlechteste Heilerin. Ne? Also, das ist natürlich auch so eine Nervensache. Und da musst du dann schon wirklich eine Frau finden, die da solche Dinge unten dran hängen hat und der das dann egal ist. Also ich glaube, das ist schon
auch ein zusätzliches, du kannst dich da nicht hundertprozentig auch aufs Spiel vielleicht konzentrieren. Ist jetzt eine Annahme von mir. Also ich, ne? Das ist interessant, weil wegen Stimme vielleicht, ja. Das, Jodo, kann schon passieren. Man schweift ja vielleicht gedanklich dann irgendwann ab. Aber naja, man sollte ja aber so professionell sein, dass das nicht unbedingt mit reinspielt. Sollte man. Sollte man ja, wenn man aber. Ja. Naja, hätte Fahrradkette, sage ich dann nur, ja. Ich würde gerne jetzt so mal ein Thema aufgreifen, was da eigentlich ganz gut auch anschließt. Und zwar, was denkt ihr, was das Lieblingsspiel von Frauen ist? Slappy. Das Lieblingsspiel? Ja, aber nur ein Spiel bitte, nur eins. Nicht großes Rumgeseier, nur ein einziges Spiel. Und warum? Das ist jetzt so eine Frage, da muss ich aber rumseiern, weil da fällt mir jetzt nicht ein einziges ein. Das ja, dann gebe ich mal an Sali weiter. Also wir reden schon von Videospielen, oder? Wir reden von, ne, wir reden jetzt hier nicht von Verstecke oder Hasch die Maus. Sims. Warum? Ja. Ich habe früher immer gesagt, das ist nur ein Mädchenspiel, das spiele ich nicht. Und dann habe ich dieses blöde Sims 3 für die Konsole geschenkt bekommen, was eine mega abgespeckte Version zum PC ist. Und ich glaube, ich war vor meinem Mann wach, habe angefangen, die Küche einzurichten, habe meinem Mann gesagt, er geht auf die Arbeit. Sag ich, ja, Schatz. Und irgendwann ging die Tür auf einmal auf und er kam nach Hause und sagt, was machst denn du hier? Ich habe noch nicht mal den fertigen Küchenschrank da fertig. War der ganze Tag vorbei. Also Sims, glaube ich, das ist schon, das macht schon mega. Das ist schon, ja. Garak, ich finde es übrigens schön, dass du dich deinem Alter gemäß vorstellst in der Kamera, um es einfach mal eine witzige Überleitung zu machen, ja? Mein Internet ist schon wieder am Rumspacken hier. Er hat mittlerweile nur noch einen Pixel, den er sich verzeihen muss. Endlich hat er die Grafik aus seinen Geburtsstunden angemacht für euch. Nur für euch, um zu zeigen, wie es damals war. Ja? Ja, 16-Bit-Kamera. So war das damals. Garak, was denkst du? Also welche, ich meine, okay, packen wir das doch, wir können ja, Sali, die Frage geht dann nach Garak wieder zu dir. Wir können ja auch eine Spielgruppe quasi so mal aufgreifen. Also gebt eine geseierte Antwort, aber macht's kurz, prägnant, Kapau auf den, ihr wisst schon. Simulation. Simulation? Ja, Harvest Moon, was heißt das? Das sind doch Simulationen. Ich wäre ganz vorsichtig an deiner Stelle, weil der Simulator, ja, der Simulator sitzt nicht hier. Nicht jetzt Flugsimulation, hm? Aber ja. Sims, was ist Sims? Ist Sims nicht eine Lebenssimulation? Eine Lebenssimulation. So, was? Und naja. Ja, in der Hinsicht, man kann das so hinstellen. Woher kommt denn der Name Sims? Von Simulation. Eigentlich von SimCity. Das kommt von SimCity. Von dem Macher. Aber SimCity, Simulations-City. Also, ne? Und die Bewohner? Sachen, wo du so züchten kannst. Und solche kleinen Heaven's Moon oder so heißt das. Da kannst Harvesten. Du Harvest Moon. Das ist schon. Also, ich kenne fast keine Frau, wenn sie zockt, die das nicht gerne spielt. Garak, sein Gesicht. Was ist hier mit Simulation? Garak, komm, hau rein. Du kannst, gib Feuer. Die Kamera macht auch diese Effekte, diese dramatischen, dieses Entsetzte. So zurückzoomen und wieder drauf. Garak spielt mit der Regie heute. Dieser Internetprovider, den kannst du echt knicken. Ne? Bis Ende Oktober habe ich das Problem noch und dann soll das endlich besser werden. Naja. Also. Simulation, da könnte ich jetzt ja mal was zu erzählen, ich lasse es lieber. Sims ist garantiert keine Simulation, aber in dem Sinne, aber ich glaube, es gibt ja sogar Leute, die behaupten, dass der Truck-Simulator ein Simulator wäre. Das ist natürlich auch nicht so, aber egal. Ich glaube Sims, ja, kann ich mir gut vorstellen, dass die Mädels das am liebsten spielen. Kann man da nicht auch Kuchen backen und so ein Zeugs? Ich weiß es nicht. Ich habe das nie gespielt, aber ich glaube, man kann. Da ist so eine kleine Küche drin und alles und ganz toll. Und da fühlen sich dann ja klischee-mäßig Frauen ganz wohl. Ja, ich glaube nicht, dass sie das tun. Aber grundsätzlich spielen sie... Ich kann mir das vorstellen, dass das zumindest zu den Lieblingsgames... Wenn ich das aber... Also meine Frau spielt selten Games. Eigentlich mag sie das nicht.
Wenn, dann sind das aber so Trivial-Games, wo ich sage, oh, da, ja, dann spielt die so, die spielt allen Ernstes in Windows dieses komische Kartenspiel da. Solitär? Solitär, ja, bis zum Abwinken. Dieses Und Kartenspiel. ich glaube, dass Frauen oftmals eben auch gerade solche Spiele spielen, die wir uns gar nicht angucken würden, weil da einfach die Grafik fehlt, weil die Spiele cool finden. Und nicht die Grafik, das ist dann zweitrangig. Also das kann ich mir gut vorstellen, dass Frauen sehr, sehr viel so, ich würde es mal unter Trivial Gaming oder Casual kann man ja auch sagen, also so die Spiele, die nicht allzu aufwendig sind, nicht allzu lange dauern, ja, weil man dann doch wieder zum Bügelbrett muss oder so. Und Wow. insofern, ja, Entschuldigung. Ja, ich glaube, das ist schon ein Zeitproblem. Ich setze mich hier 6 Stunden hin und mache irgendwie einen Stream. Meine Frau, weiß ich nicht, das könnte die gar nicht. Es ginge gar nicht. Das weiß ich nicht. Nicht, weil ich das nicht wollte, sondern weil sie überhaupt gar nicht das Interesse daran hat. Und das geht ja, glaube ich, vielen Frauen so. Und ich weiß nicht. Also ich glaube schon, dieses Sims-Zeugs und so Casual-Zeugs, das kann ich mir schon vorstellen. Vielleicht in den letzten 10 Jahren auch Mass-Multiplayer-Online-Games, weil man da so schön untergehen kann und seine Family aufbauen kann. Ja, da hat man dann seine kleinen Gilden und da ist man nachher Gildenmutti und alles cool. Also so eine Geschichten glaube ich schon. Also ich war in einer Gilde, in so einer Wochenendgilde oder eine Feierabendgilde haben wir das genannt, bei World of Warcraft. Etliche Jahre, ich war da sehr, sehr gerne. Und da waren sehr, sehr viele Frauen, die das gespielt haben. Also ich würde sogar sagen, der überwiegende Teil der Gilde bestand aus Frauen. Und was übrigens cool ist, ja, das muss man mal miterlebt haben, in so einer Gilde zu sein, wo es nur, sagen wir mal, 60 Frauen gibt und 30 Männer, das ist hart, ja. Das ist wirklich hart. Ihr glaubt gar nicht, was da abgeht, ja. Also die sind nach meiner Meinung wilder als Männer. Da kannst du echt Schoten erleben, das ist unglaublich. Aber ich denke, so in diesen Bereichen sind sie. Casual Gaming, Sims vielleicht, ja, und auch Mass Multiplayer Online Games, wo sie mit vielen anderen spielen können, ja. Ich bin ein bisschen baff, weil all die Spiele, die ihr genannt habt, habe ich auch immer gespielt. Also Sims, Solitär, Habe das nie habe ich Sims alles gespielt. exzessiv gespielt. Ja, du bist ja auch leicht feminin oder so. Solitär habe ich gespielt, als es auf den Markt kam. Also mit Windows 1 oder so. DOS. Wenn ich kurz mal was Das einwerfen darf, Leute, DOS-Leben. über Twitter den Hashtag Plankenschnack könnt ihr uns noch erreichen. Heute ist recht wenig reingekommen. Falls ihr noch was reinhauen wollt an Fragen, bei Twitter Hashtag Plankenschnack. Also das Also wir Vierfache lesen Kreuz Twitter. gerade. Genau, wir lesen ja Twitter eher als den Chat. Ja. Also deswegen. Und wenn ihr da Ja. was raushauen wollt, Leute, Hashtag Plankensteig. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir haben natürlich noch ein Leckerli für euch heute, aber Slappy wollte noch was sagen zu den Spielen der Frauen. Also was spielen Frauen wirklich gerne? Naja, ich hatte ja auch sowas wie Sims oder diese Handyspiele halt gesagt, ne? Oder halt Wii. Die Wii hat halt Ja. tatsächlich, muss man sagen, viele, viele Mädels zum Zocken gebracht, Stimmt, aber ja. die Wii U hat sich auch dann wieder keiner mehr gekauft. Also, das ist halt casual, ne? Mädels spielen halt lieber, so die allgemeinen Mädels spielen halt lieber casual Games, die sie halt, keine Ahnung. Also, wenn ich an meine Schwester denke, die hat halt auch Mario Party gerne gespielt oder sowas. Oder Aber bitte. meine Ex-Freundin, mit der habe ich auch immer eigentlich nur Mario Party spielen können, weil die halt. Ich habe sie einmal versucht zu WoW zu bringen, aber es ist halt. Fand sie toll, aber sie hatte Angst davor, da reingesogen zu werden und keine Zeit mehr für ihre Uni zu haben. Deswegen hat sie dann wieder aufgehört damit. Deswegen, ja. Ihr habt das Wichtigste Casuals. vergessen. Filthy Casuals. Ihr habt Was? das Wichtigste vergessen. Denn? League of Legends. Das, ja, ich spiele kein League of Das Legends. ist Ich das weiß. ist das ist der Frauenmagnet Nummer 1. Nie Ist vor gespielt. allen Dingen der Nein. Idiotenmagnet Nummer Na, 1. davon mal abgesehen, das spielt ja keine Rolle. Das ist bums egal, ob das Idioten sind. Wir haben auch in unseren eigenen Reihen Idioten. Das spielt keine Ja, Rolle. natürlich. League of Legends Es ist ein Frauenmagnet. Das Ding ist rammelvoll mit Ladies, aber Ja. gerammelt voll. Und ich rede hier nicht von Streamern, ich rede von Spielerinnen. Rammelvoll. Und da kommen auch Leute, die vorher casual waren und dann, what? Ich hab mal League of Legends ausprobiert und bin mit Ashe auf die Top-Lane gegangen und hab aus Versehen verloren, weil ich doch nicht auf Bot musste wegen meinen Blabbidi-Blob. Spielt ja keine Rolle, aber das ist voll. Das war, eure Antworten waren Klischees. Aber Ja, sicher. ich sag Sims auch.
Weil als Sims 3 rausgekommen ist, war Twitch voll mit Frauen. Aber ganz ehrlich muss ich wirklich sagen, da kam auch immer das Beste bei raus. Weil die Frauen haben ja ein Fable, da könnte man jetzt wieder mit Blabedi-Blob-Klischees ankommen, aber Frauen haben ja nun mal ein Fable für Wohnungseinrichtungen. Ich meine, guckt euch Salis Bude an. Ja? Slappy, grün, Karak, grün, Mainz, alles hingeschmissen, Sali, al dente. Ja? Wisst ihr, was ich meine? Oder? Also Sims passt da schon eigentlich ganz gut. Also ich würde das auch so in die Dings reinhauen, in die Rubrik. Aber League of Legends, sage ich, ist noch drüber. Ist noch ein bisschen drüber. Also ich glaube, selbst wenn du eine Frau, die nicht zockt, ja, wenn du der jetzt Sims so im Grobesten erklärst, ne, so guck mal, das kannst du machen und das kannst du machen, selbst die würde sich da mal kurz hinsetzen und sagen, oh, was kann ich da alles machen? Ich kann einfach alles machen. Wow. Es geht jetzt gar nicht um dieses Mutter-Vater-Kind-Spielen, sondern es geht um dieses, oh, du kannst da dekorieren und einrichten. Das ist der absolute Overkill. Das macht schon Spaß. Ja, ich habe Sims auch immer mit Cheats gespielt. Ich würde... Was? Du hast Sims mit Cheats gespielt? Was? Ja, sicher. Wow. Ich wollte nur ein Haus bauen. Ich weiß so viel Minecraft spielen. Das, wow. Slabby, also das wird nochmal Thematik für einen Plankenschlag. Slabby hat gecheatet. Wow. Was? Cheater. Ich habe als Kind oder als Jugendlicher sehr, sehr viel gecheatet sogar. Ich hatte sogar für ein NES so ein Game, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Kein Wunder, warum du so oft offline spielst ohne Stream, weil du Angst hast, dass die Leute rausfinden, dass du cheatest. Wir haben Slabby enttarnt. Bam. So, das nächste Mal, wenn ihr mich bei CSGO seht, ne? Ich bin 420 No-Scope. Ich würde gerne eine abschließende Frage stellen zu diesem Thema und dann nochmal die Sachen, die bei Twitter reingekommen sind, die allgemein beantworten. Wenn ihr damit konform geht und jetzt gerade nicht noch was auf der Seele habt, was ihr zu dem Thema einbringen möchtet. Nicht? Konform. Okay, keiner sagt was, dann gehe ich davon aus. Meine Frage, ist eine Frage, die wir im Laufe der Zeit schon beantwortet haben, aber ich würde gerne ein Schlusswort von jedem von euch haben. Ihr könnt es ausführlich machen, könnt Monologe führen, natürlich geht das auch in der Diskussion. Und zwar, warum machen wir so ein, und jetzt kommt's, verschissenes Drama aus diesem Geschlechterkampf in der Gaming-Welt? Ihr könnt, überlegt, also lasst euch Zeit, warum machen wir so ein Drama aus diesem Geschlechterkampf? Wer zuerst die Hand hebt, darf an die Buletten ran. Sali? Ich war zuerst. Sali ist die Frau. Sie hat ihre Vorteile jetzt gerade beim Plankenschnack. Okay. Ladies first. Aus dem gleichen Grund, warum es so besonders ist, ein vierblättriges Kleeblatt zu finden. Weil Frauen halt nun mal immer noch nicht da angekommen sind, wo eben die Männer schon stehen beim Gamen. Es ist immer noch exotisch, es ist immer noch... Und aus diesem Grund reden wir darüber. Das ist der einzige Grund, weil ansonsten, wenn man kein Gesicht sehen würde und keine Stimmen hören würde, dann wären wir doch alle gleich. Ne? Am Ende geht es doch nur um Skill und ums Level. Da ist es egal, ob Männern oder Weiblein. Aber da man heutzutage in einer Welt lebt, wo man es sieht oder hört und hört. Es ist halt ein Thema, über das man halt leider reden muss. Also leider, ne? Es zwingt sich halt einfach auf, weil es immer wieder zu Problemen führt. Da haben wir jetzt gar nicht drüber geredet. Ich weiß gar nicht, ob wir das überhaupt wollen. Über diese Gamergate-Debatte, die ist halt jetzt in Deutschland auch eher vorbeigegangen. Aber da hat es sich zumindest halt in den amerikanischen Medien auch aufgezwungen. Und es zieht sich auch in der Politik immer auf. Ne? Nicht nur beim Spielen, sondern halt auch im Allgemeinen bei politischen Fragen. Da waren auch Frauen wie Alice Schwarzer, die da irgendwie plötzlich den Frauen vorschreiben wollten, wie frei sie zu leben haben sollen und sich nichts aussuchen durften. Aber dann gibt es halt auf der anderen Seite wieder irgendwelche Eva Hermanns, die den Frauen wieder aufzwingen wollen, so zu leben wie früher. Und am Ende kommen alle immer auf den gleichen Punkt. Jeder kann frei selber entscheiden, was er machen möchte. Aber
Trotzdem muss man immer wieder darüber diskutieren, einfach damit man den Leuten, die es noch nicht gehört haben, die von unten wieder hochkommen. Das war ja bei Gamergate gerade das Problem. So viele junge, neu dumme Menschen, ja, sind von unten wieder raufgezogen, die halt noch nicht mit Feminismus und solchen Geschichten halt und dieser Emanzipation, dem bösen Wort halt, in Berührung gekommen sind. Und dann muss man denen das auch wieder eintrichtern und erklären, dass jeder selber entscheiden darf, was er machen möchte und was nicht. Und dass dann man da nicht halt dazwischen quatschen sollte. Slabby. Aber es ist halt schwierig, ja. Bitte. Mach bitte mal in zwei Sätzen, erklär den Leuten bitte mal, was dieses Gamergate ist. Weil Dankeschön, dass du wieder mal genau das gemacht hast, was ich erwartet habe. Du darfst, nimm es bitte und erklär es mal ganz schnell für die Leute, was dieses Hashtag Gamergate ist. Ja, also Gamergate, es ist schwierig, weil man nicht genau festmachen kann, woran es sich, woher es kam. Unterm Strich war es einfach eine Debatte, die sehr, sehr schnell ausgeschweift ist. Einfach, da waren Mädels, die haben eigene Spiele programmiert, die halt in die Richtung gingen, dass Frauen etwas anders dargestellt werden in Videospielen als bisher. Ne? Wenn du jetzt zum Beispiel an Metal Gear Solid denkst, ja, wie Quiet dargestellt wurde und wie billig das erklärt wurde, warum sie komplett nackt sein muss. Und für Kojima das aber trotzdem eine vernünftige Erklärung war, dass es halt, dass sie komplett nackt sein muss, obwohl jeder weiß, dass er einfach nur seine Fantasien da ausgespielt hat. Da sind halt Mädels, die das stört. Und die deswegen angefangen haben, darüber A zu diskutieren und B Videospiele halt zu machen, die halt dagegen gehen, wo halt plötzlich Frauen ja ins andere Extrem dargestellt werden. Und das hat wiederum kleine Jungs, Pubertierende oder gerade aus der Pubertieren kommenden Jungs dazu animiert, sich auf 4chan, 8chan, 2chan, was weiß ich, auf welchen Internetforen, sich zusammenzutun und dagegen eine Hass-Tiraden-Armee halt aufzubauen, die halt erst mit Beleidigungen und Morddrohungen und solchen Geschichten aufkam und bis ins Doxing, Swatting und diesen ganzen bösen Wörtern halt, die es jetzt im Internet gibt, oder die das Internet, Twitch, YouTube und sowas hervorgebracht hat, halt dazu geführt haben. Und das war halt so eine Debatte, die um ein Jahr lang ging oder zwei Jahre lang ging, wo viele Namen halt rausgekommen sind. Und ich meine, oder ich bin zumindest der Meinung, dass ich eher jetzt Namen wie Anita Sarkeesian zum Beispiel kenne und es denen eher gut getan hat, was ich gut finde, weil also ich persönlich finde gut, dass im Internet immer noch die Opfer dargestellt werden und nicht die Täter, wie es jetzt zum Beispiel im Fernsehen immer der Fall ist. Und die eher groß rauskommen bei solchen Geschichten. Deswegen, das ist so jetzt meine Zusammenfassung von Gamergate. Garak. Macht das Sinn? Sind noch Fragen offen? Das macht Sinn. Und ich wollte auch, dass das so aufkommt, damit ein Gespräch dabei noch entsteht, das Abschließende sozusagen. Garak, aber deine Zusammenfassung zu der Frage, hast du dir die Frage aufgeschrieben oder soll ich sie dir nochmal stellen? Ich habe sie mir, ich kann es aber nicht mehr lesen, was ich geschrieben habe. Ist normal, das liegt bestimmt daran, dass deine Kamera mal verpixelt, denn weil die Pixel haben sich übertragen auf dein Heftchen. Ja. Und die Frage, die generell im Raum stand, war, warum machen wir so ein Drama aus Männlein, Weiblein? Ja, wir sehen nichts außer Pixel. Ich sage, hat sich alles verpixelt. Warum machen wir so ein Drama aus Männlein und Weiblein? Im Internet. Kann ich dann auch gleich noch was zu dem Thema geht sagen? Aber sowas haben. Von, bitte. Ja, also warum wir so ein Drama drum machen? Ja, weil wir einen Sendungstitel brauchen. Nee, nicht wir hier, sondern nee, ich weiß. Sehr positivistisch. klasse aus. Weil wir ein Sendungsthema brauchten, wo Sali reinpasste. Ja, damit, ihr habt es nicht verstanden. Will ich nur sagen, bin mir nicht mal sicher, ob wir ein Drama draus machen noch. Ich glaube, man muss immer, das ist immer das Schwierige, aus seiner eigenen Wolke heraustreten und reingucken. Weil wir sind ja alle in einer Blase oder Wolke, wie man es dann nennen will. Und ich glaube, dass wir das Problem gar nicht haben, sondern dass es eher außerhalb der Blase noch stattfindet. Aber ansonsten glaube ich gar nicht mehr so extrem innerhalb
unserer Blase, sag ich mal, dem Gaming oder so. Wenn man das aufs Internet aber ausweitet, aufs gesamte Internet, das große Internet, dann glaube ich schon, dass es noch ein Thema ist, aber nicht unbedingt ein deutsches. Also ich glaube, dass, und da beziehe ich das auch gleich auf das Gamersgate, ist es nicht eigentlich ein US-Problem? Die sind doch völlig verdreht im Kopf, ja. Ich glaube nicht, dass das, also A, wird es hier nicht rüberschwappen, nach meiner Meinung. Es ist auch nicht so, dass es hier überhaupt Thema wäre. Ich glaube, hier hätte sich keiner drüber aufgeregt, außer Alice Schwarzer wahrscheinlich. Und die schadet den Frauen ja eher mehr, als sie ihnen gut tut. Das ist ja nachweislich so. Ja, insofern glaube ich, ja, ich weiß nicht warum. Also ich kann diese Frage nicht so richtig beantworten, denn für mich ist es kein Thema. Mir ist es vollkommen wurscht, wer da sitzt. Und ich mache auch keinen Unterschied im richtigen Leben zwischen Männern und Frauen. Und auch nicht im Business. Also wenn ich mit einer Geschäftsführerin rede, was ich sehr häufig tue, oder mit verschiedenen Geschäftsführerinnen, also ich treffe da sehr viele in der Regel und die haben auch Haare auf den Zähnen, ja. Also die wissen auch, die wären nicht in der Position und die sind da nicht hingekommen, weil sie durch eine Quote da hingekommen sind. Und wie in der Politik, ja, wo man dann als Politiker sein Mandat bekommt, weil man eine Frau ist, ja, was sehr schädlich ist für die Frauen, nach meiner Meinung. Aber und deswegen, also ich glaube nicht, dass es da so ein richtig großes, in meinem Umfeld jedenfalls nicht. Und das GEMAS geht, wie gesagt, ich ticke da eher so in Richtung US-Problem. Das Ding wäre hier gar nicht losgegangen, das hätte hier gar nicht gezündet, ja. Das ist, und meine Kamera, die dreht echt durch. Das Das ist hätte hier perfekt. echt nicht, also ich bin der Überzeugung, dass es nicht gezündet hätte in Deutschland. Kann auch gar nicht, weil die Industrie hier gar nicht so groß ist. Ich glaube nicht, dass sie so groß ist, sondern wir sind einfach aufgeklärter. Die Deutschen sind nicht so, ich sag mal in Anführungsstrichen, dämlich wie die Amerikaner. Oder sagen wir andersherum. Die Amerikaner sind in vielen Dingen einfach, mir fehlt gerade das wichtige Wort. Also auf einer Seite, ja, sind sie prüde bis zum geht nicht mehr. Die gehen sogar in eine Badewanne mit der Badehose, wenn die Kinder in der Nähe sind. Es ist faktisch so. Und auf der anderen Seite haben sie die größte Pornindustrie der Welt. Ja. Und da fehlt mir jetzt das richtige Wort dafür. Mir liegt es auf der Zunge, aber egal. Jedenfalls, Prätentiös, nee, das war nicht das, was ich suchte, aber konservativ. nee. Aber es ist letztendlich ja so, das ist schon schizophren letztendlich, was die da treiben. Ja? Und deswegen kann sowas wie Gamersgate in den USA auch funktionieren. Im Großen und Ganzen würde das hier deswegen nicht funktionieren. Die Deutschen sind da aufgeklärter, offener, obwohl wir dazu tendieren, immer alles das zu tun, was die Amerikaner tun. Das kommt dann nur so 5 bis 10 Jahre später. Nicht nur im industriellen Bereich, sondern auch im Doing. Ich hoffe, dass es nicht passieren wird, obwohl die Erfahrung hat gezeigt, dass es immer so ist. Und dass sich Deutschland da nicht abkoppelt. Und man sieht das ja auch hier schon, gerade wenn man das jetzt darauf bezieht, Geschlechter und oder ja, es zieht quasi hinterher. Jo. Bam, Dali. Hast du die Frage schon vergessen oder soll ich sie auch nochmal stellen? Ich habe angefangen mit dem Kleeblatt, dem Ja, aber vierblättrigen. da war ja jetzt noch was im Raum. Mit dem Gamers Gate? Das ist das. Ich muss sagen, das ist damals ganz schön an mir vorbeigegangen. Also ich habe das ist wirklich dolle an mir vorbeigegangen. Ich habe das nur so halb mitbekommen und dann gab das dann aber gleich so eine ausufernde Schlammschlacht, wo ich mir gedacht habe, ach meine Güte, es geht ja gar nicht mehr um Games. Ne? Also, ich habe damals ganz schnell. Abgeschaltet. Ja, weil das einfach ganz schnell. Ja, und der hat dann, und dann ging es ja um, wie heißt das? Freiheit, wenn die Schreiber. Meinungsfreiheit. Ja, wenn jemand. Damit sein Geld verdient, Sachen zu schreiben und so. Und der wurde dann gekauft und der ist mit dem und der hatte eine Affäre mit da. Und das ist einfach, ich habe da gar nicht mehr irgendwann, das hat mich nicht mehr interessiert.
Das war schlimmer als diese Zeitungen, die du manchmal liest. Hey. Diese Klatschblätter, das war... Vorsicht, das ist fundiertes Wissen. Oh, ja. Wow, ja. Ja, und das ist cool. Ja. Ich meine, die Idee so, weil Frauen zu sexistisch dargestellt werden in Videospielen. Ich meine, die Leute sollen mal die Füße unterm Tisch lassen. Das ist, ich spiele ein Videospiel ja nicht weiß ich nicht, ich will da Spaß haben und ich will mich ablenken und da, so, deshalb schaue ich mir auch Filme an. Ja, wenn ich Lust habe auf einen Disney-Film, dann schaue ich mir einen Disney-Film an. Und wenn ich Lust habe auf ein Action-Spiel, dann spiele ich. Ich meine, ihr Männer müsstet euch doch auch diskriminiert fühlen, weil die meisten Helden, die sind so zwischen, jetzt, ne, nicht alle sind, zwischen 1,80 bis 1,90, haben ein Sixpack, sind immer super sportlich. Da redet doch auch keiner drüber. Also warum sollten die Mädels auch nicht besonders sexy, einen tollen Vorbau und lange Haare haben? Wen interessiert's? Ich gucke mir doch lieber etwas Ästhetisches fürs Auge an, als ein Sack Knete. Na, willst du jetzt etwa sagen, wir sind Säcke voller Knete? Also Sally, bitte, wir sind Männer mit... Ja? Mir geht's um die Charaktere. Ach so. Ich dachte, du meinst Mädchen. Menschen. Ich dachte, du meinst Mädchen. Ich gucke mir lieber einen ästhetischen Charakter an, den ich spiele, als einen Sack Knete. Okay. Gut. Ja? Du hast dich gerade nochmal gerettet. ich würde auch gern ausnahmsweise auch mal was sagen und nicht weiter moderieren. Ich finde, leider Gottes, um diese Gamersgate-Geschichte mal aufzugreifen. Ich finde, leider Gottes dreht sich heutzutage viel zu viel um Geld. Und da ist die Grundaussage auf dem Weg zu Geld wieder verloren gegangen. Also da sind große Sponsoren bei irgendwelchen Frauen abgesprungen. Da sind irgendwelche Filmsachen abgesprungen. Nur Scheiße, nur Geld. War wieder nur Geld drin und die Grundaussage hat wieder kein Mensch verstanden. Und ich meine, ganz ehrlich, für mich ist es, um aufs ursprüngliche Thema Frauen in der Gaming-Welt zu kommen, ich bin sehr glücklich, dass Frauen den Weg gefunden haben, offen zu sein und mal den Lümmel auf den Tisch zu legen und sagen, hier, pass mal auf, Monsieur, ich zieh dir jetzt mal die Ohren lang. Weil es ist auch mal cool. Ich find's echt erfrischend und erquickend, mal von einer Salista Belladonna beispielsweise mal einen auf der Mütze zu kriegen. Nicht, weil ich darauf stehe, sondern einfach, weil sich mal so gehört. Also ich meine, was soll diese Männerdomäne-Kacke, wenn es doch auch wunderschöne Damen gibt, die man eigentlich sonst nur in irgendwelchen Hochglanzzeitungen sieht, die einen dann mal abzocken. Das ist doch cool. Also ich verstehe es auch nicht, was dieses ganze Klimbim und Blödsinn immer soll. Und was ich noch viel weniger verstehe, ist, dass sich manche dann, so wie das Thema, was wir vorhin hatten, noch so extravagant Scheiße darstellen müssen, um das wieder kaputt zu machen. Diese schöne Illusion, sich das anzugucken. Ich meine, wer als Mann, außer natürlich, man steht auf dasselbe Geschlecht, das gibt es ja natürlich auch, wer guckt nicht schön Frauen hinterher? Und warum sollen wir nicht mit wundervollen Frauen zocken? Und was ich sehr, 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 sehr schade finde, und da muss ich mich selber auch ertappen, man kann nicht mal mehr ganz normal mit einer Frau reden, weil man immer abgestempelt wird als Stalker oder als was auch immer andere Leute scheiße machen, weil sie es nicht genießen können. Ich habe das vor kurzem gehabt, ich habe mit einer jungen Dame geschrieben und habe aus Versehen gefragt, was sie in ihrer Freizeit macht. Ich musste mich dafür schämen, weil man als Stalker durchgeht dann am Ende. Und das ist auch, das Problem ist natürlich wieder nicht für alle, sondern nur als spezielles Beispiel, dass man nicht mal mehr ein normales Gespräch manchmal führen kann, weil andere Deppen das einfach kaputt machen. Und da würde ich mir sehr wünschen, wenn dieser Blödsinn mit diesem Frau-Mann-Scheiß endlich mal aufhören würde. Weil, warum muss das sein? Warum können wir nicht alle in der Buchstabensuppe zusammen schwimmen und an der Möhre rumlecken, wenn ihr versteht, was ich meine? Das wäre doch, das wäre ein Traum. Und das macht mich, stimmt mich manchmal wirklich sehr traurig. Sehr, sehr traurig, dass es so ist. Weil ich bin, vielleicht bin ich jetzt auch ein bisschen feminin, dass ich mir das wünschen würde. Keine Ahnung, aber ich würde es wirklich sehr schön finden, wenn die Menschen
endlich mal aufhören, morgens aufzustehen, zur Arbeit zu gehen, nach Hause kommen, dumm sein, schlafen gehen und weiter so. Dass sie dann zwischendurch in dieser Phase, wo sie zu Hause sind, eventuell mal doch noch kurz mal schlau sind und damit das endlich aufhören. Und wenn ihr jetzt nichts zu sagen habt, würde ich gerne das Thema im Gro, wie wir es angerissen haben heute, wegpacken und dann würde ich eine sehr geile Frage stellen, die nämlich über Twitter gekommen ist, denn die würde mich wirklich brennend interessieren, eure Antworten. Ich würde gerne noch Sally fragen, was sie eigentlich in ihrer Freizeit so treibt. Genau. Ehrlich? Was Nein. Willst du es wissen? Spielen? Also ich kann dir sagen, was ich gestern gemacht habe. Ich habe ein Spiel, was ich letztens im Stream gespielt habe, noch einmal gespielt, um es auf 100% zu spielen. Ich habe alle Trophies geholt. Mit Stefan zusammen, er hat zugeguckt. Und danach haben wir zusammen was gezockt. Authentizität nenne ich das. Also, Das habe ich gestern gemacht. darf ich da noch eine Gegenfrage stellen? Wie fühlt Welches sich Spiel? wie fühlt sich's denn an, mit einem Zuschauer zu streamen? Den fand ich gut. Den fand ich gut. Weiß nicht, was du meinst. Stefan ist dein einer Zuschauer. Mein Stefan, größter Fan. ja, okay. Mein Mann ist auch mein größter Fan. Backseat Gamer. Also Schatz, falls du das gerade hörst, danke schön, dass du mir das alles ermöglichst. Das das musste sein. mal wurde. Garak, möchtest du das vielleicht auch zu deiner Frau sagen? Ich Nee. meine natürlich nur, ich meine nur in dem Sinne, dass sie dir den Freiraum gibt, dass du dich an den Computer setzen darfst, vielleicht. Das hab ich ja vorbereitet, indem ich sehr schlau war. Und das habe ich jahrelang vorbereitet. Ja. Und guck mal, jetzt geht's Ja, ich los. habe Ja. dich gehört. Sucht euch ein Zimmer. Und insofern habe ich da kein großes Problem mit. Leute, mal so eine abschließende Frage. Wir haben ja immer noch unser kleines Leckerchen. Ja? Jo. Ihr wisst ja, worauf ich weiß, dass wir uns alle sehr darauf freuen, aber ich möchte euch sehr gerne diese Frage stellen. Was ist euer All-Time-Favorite-Computerspiel? Nur ein einziges. Überlegt sehr gut. Ich habe schon eine Antwort. Witcher 3, Ich fertig. weiß, Nächster. ja, ich habe auch eine Antwort. Auch. Okay, wow, so schnell. Ja, weil ich. Das ist mein Problem. Ich habe noch diese Woche im Stream gesagt, ich habe nicht mehr ein Spiel, weil bei mir es stehen zwei auf dem gleichen Thron, eben seit Witcher 3, weil Witcher 3 eben sich mit davor gekämpft hat eben. Und bis Witcher 3 habe ich immer Ocarina of Time gesagt, weil Ocarina of Time war immer mein All-Time-Favorite-Spiel und da ist nichts dran gekommen. Aber jetzt ist halt Witcher 3 rausgekommen und die beiden müssen halt, denn sobald Witcher 3 den Test der Zeit bestanden hat, so in 5 Jahren vielleicht, dann kann ich vielleicht sagen, okay, beide sind jetzt alt, jetzt hat Zelda oder jetzt hat Witcher gewonnen. Aber bis es soweit ist, muss ich die beiden leider nennen. Tut mir leid, kann deine Frage nicht beantworten, weil ich habe zwei Spiele, die da oben Es stehen. ist völlig okay, Slabby. Es ist okay, weil Witcher drin ist. Ansonsten hätte ich das nicht geduldet. Karak. Mein Lieblingsspiel best ever. Und ich habe nun wirklich seit 1980 oder so oder 79 gezockt. Und mein absoluter Renner ist Dark Age of Camelot. Und zwar aus dem Grunde, weil da einfach alles zusammenpasste. Es war das erste richtig große, fette Mass-Multiplayer-Online-Game. EverQuest gab es vorher, aber das war noch nicht so der Hit. Und Dark Age of Camelot hatte eine super Community. Dieses ganze Game war einfach klasse aufgebaut. Und deswegen, also es ist bis heute unerreicht. WoW ist ein armer Abklatsch davon. Und ja, ist so, die haben ja nur nachgemacht, was Dark Age of Camelot schon hatte und haben es nicht mal hingekriegt. Bis heute nicht. Über 10 Jahre sind sie zugange und haben es immer noch nicht hingekriegt. Also, Dark Age of Camelot, definitiv. All time ever. Wird es auch bleiben. Ich glaube nicht, dass da was drüber geht. Dali? Das ist so schwer. Echt? Also, ja, es ist wirklich, also für mich ist das wirklich schwer, weil es ist einfach, ich spiele schon so lange und ich spiele wirklich viel. Und es gibt so Perlen, die einfach,
Ja, die immer da bleiben, aber das ist einfach mehr als ein, zwei. Das sind sicher so fünf Spiele, wo ich sage, das ist so, wegen denen sitze ich heute hier. Mit dazu bei MMO-Bereich ist es Dark Age of Camelot. Das ist. Pass auf, wir machen drei draus, okay? Wir Oh, machen, okay. damit es fairer ist. Ich meine, Garak war ja bei mir, na gut, ich sag sowieso, ne? Also drei. Okay, Sali, drei. Witcher. Ja. Witcher 3 ist, Geralt und ich wären Love. Das ist Witcher 3, MMOs ist Dark Age of Camelot, sonst wäre ich heute nicht, würde ich hier nicht sitzen. Und Fallout 3. Okay, schöner Titel. Slabby, ich meine, Witcher hast du ja schon eingegeben. Ja, Das Ocarina andere of Spiel Time. kannte ich nicht. Das ist aus meiner Zeit, da war ich draußen spielen, als du das gespielt hast. Ich bin da ja nicht so bewandert. Ich habe ja ganz spät angefangen mit Computerspielen, als ich schon Bart hatte. So, Slabby, was hast du noch im Petto? Das dritte, ach, dann müsste ich überlegen, das wüsste ich jetzt gar nicht, weil für mich war die Sache immer klar, Ocarina of Time ist mein Lieblingsspiel und dann kam Witcher und ja. Da würden viele reinfallen, Marios und Morrowinds und keine Ahnung, wie sie alle heißen. Von daher könnte ich das gar nicht sagen. Tarek? Ja, ich habe nämlich, wenn ich drei habe, habe ich noch zwei mehr. Und zwar, In Mathe hat er aufgepasst. Also in Geometrie war Garak schon immer ein Starker. Weil ich habe Informatik studiert. Star Wars of Galaxies. Star Wars Galaxies. Ist Nummer zwei. Ist auch ein Mass Multiplayer Online Game, weil ich habe den Hang zu diesen Dingern und WoW hat mir das eigentlich eher vergrault. Aber ich würde sagen, Star Wars, ich hab gerade ganz kurz überlegen müssen, ob es nicht EverQuest 2 war. Aber ich würde sagen, Star Wars Galaxies, bevor sie das Game kaputt gemacht haben. Also die ersten Jahre oder das erste anderthalb Jahre, 2 Jahre, ich glaube so ungefähr, und dann haben sie es kaputt gemacht. Danach konnte man das nicht mehr spielen. Aber so die erste Zeit von Star Wars Galaxies, definitiv. DLC bleibt an Nummer 1 natürlich. Star Wars Galaxies und beim dritten, ich möchte nicht den Flugsimulator als Game bezeichnen, deswegen ist der dritte dann EverQuest 2. Weil der Flugsimulator oder meine Flugsimulation, die ich betreibe und hauptsächlich betreibe, die könnte man ja denken, dass das für mich das Beste ist, aber nein, das sehe ich jetzt nicht als Game. Das ist kein Game, also für mich. Und insofern kann ich das nicht aufzählen, sonst wäre es Nummer 1. Aber unter den Spielen Dark Age of Camelot, Star Wars Galaxies, EverQuest 2, das würde ich so sagen. Wenn Ich ich. habe nie Offline-Spiele gespielt. Also da habe ich einfach, habe ich keinen Zugang zu gefunden. Wenn ich jetzt Jetzt. einmal ganz kurz abschweifen darf. Was waren denn jetzt deine drei Lieblingsspiele? Ja. Das wollte ich danach machen. Ich Ach stehe ja so, jetzt hier, okay. ich bin ja quasi nur Moderator sozusagen. Hat sich rausgestellt, die letzten zwei Der Sendungen. Captain. Sozusagen. Garak, ich würde gerne eine abschweifende Frage an dich stellen, weil mich das selber auch brennend interessiert und ich denke auch, dass das andere interessiert. Ich würde mich sehr freuen, wenn du es kurz, prägnant wie sonst immer. Immer. Wie immer, genau. Warum bist du so pedant darauf, dass das Erlebnis Simulation kein Spiel ist? Weil es kein Spiel ist. In meinen Augen ist der Flugsimulator im Gegensatz zum Train-Simulator oder Truck-Simulator oder meinetwegen auch Sims oder sonstigen Zeugs kein Game. Weil ich brauche ein, okay, bei Game musst du auch viel Wissen haben, ja, aber du brauchst ein reales Wissen. Und nicht irgendwas, was in dieser Gaming-Welt existiert. Und kannst, wenn du das reale Wissen erworben hast, und da gehört ja alles dazu, inklusive des Flugfunks, und da musst du extra Prüfungen für ablegen im richtigen Leben, was ich auch getan habe. Und also das ist mehr als ein Game. Ich würde nicht mal drüber nachdenken, dass es ein Game ist. Und weil es einfach sehr real ist. Also der Unterschied zwischen dem Flugsimulator auf dem PC, ja, also ich meine jetzt nicht Flight oder so, sondern einem richtigen Flugsimulator und einem
Full-Motion-Flugsimulator. Das sind die Dinger, die man im Fernsehen ab und zu sieht, die großen weißen Kisten, wo die Piloten drin trainieren und die sich dann in alle Richtungen bewegen. Ja, das ist ein Full-Motion-Simulator. Der Unterschied zwischen den beiden ist, sagen wir mal, nahezu null, außer dass du am PC kein Popometer hast. Das heißt, du spürst nicht, wenn du abhebst, du spürst die Seitenkräfte nicht und also du spürst überhaupt gar keine Kräfte, weil du sitzt halt vor einem dämlichen Bildschirm. Aber das ist der einzige Unterschied. Ansonsten, das, was ich fliege, wenn ich mit der 737 unterwegs bin, mache ich genau das Gleiche wie ein normaler Pilot in seinem 737. Da gibt es keinen Unterschied. Kein Knopf mehr, aber auch kein Knopf weniger. Und es macht keinerlei Unterschied. Ich kann in einen Full-Motion-Simulator einsteigen und sofort mit dem Ding losfliegen. Ja? Und deswegen, glaube ich, ist das zu weit entfernt von einem Spiel. Im Gegensatz zum Truck-Simulator, der zwar Simulator heißt, aber da hast du dein Lenkrad und dann, gut, im Truck machst du ja auch nicht viel mehr als Gas geben und bremsen, aber das ist dann doch eher arcade-mäßig und so weiter. Also da, ich finde, das ist extrem schwer und man muss sich sehr, sehr viel aneignen, auch wenn es bei Games manchmal ist, aber es ist schon so real, also in der realen Welt, dass ich nicht sagen würde, dass es ein Game ist. Hm. Danke. Das ist, war kurz und prägnant. Meine Lieblingsspiele, um jetzt kurz nochmal die Frage zu beantworten, Witcher 3, Dark Souls 2/Bloodborne und an dritter Stelle kommt The Last of Us. Was? The Last of Us. Achso. Ja, wenn ich das so schnell beantworten muss, dann... Was hast du gesagt, Rollator? Ja, Rollator, ja, fahre ich immer einkaufen. Rollator, ja. Ich hatte gerade Internetunterbrechung. Battle Royale. Ach, Battle Royale. Nicht Battle Royale, was erzähle ich denn? Quatsch, Dark Souls und Bloodborne, das habe ich gesagt. Du hast mich ganz aus dem Konzept gebracht mit dem Rollator. Mann. Konsolen-Hype? Konsolen-Hype? Das Thema, das machen wir ein andermal, Sally. Da laden wir dich nochmal ein für die nächste, für die 4-Stunden-Diskussion, ja. Wupp. Wir haben eine lustige Idee gehabt. Und die würde ich jetzt gerne mit euch noch besprechen. Und zwar haben wir uns gedacht, wir werden in einem gewissen Zeitabstand den Lieblingsstreamer unserer 2 Wochen wählen. So, nun hat. Also 2 Wochen. Naja, in den 2 Wochen, in denen wir jetzt nicht da waren, haben wir selber unsere Lieblingsstreamer der 2 Wochen nominiert. Ich möchte ganz kurz nochmal Garak dafür danken. Das war eine sehr geile Idee, die er da hatte. Denn so kann man auch mal euch ein bisschen die Augen öffnen, die ja wahrscheinlich die meisten oder sagen wir mal einige nur uns kennen. In dem Sinne, euch auch mal wen anders zu zeigen. Und so würde ich, glaube ich, der Dame, weil Gentleman und so, die Ehre erweisen, ihren Streamer der 2 Wochen mal kurz anzumerken. Warum, wieso hast du ihn gewählt? Oder sie, kann ja auch sein. Warum oder wieso hast du dich für diesen Streamer /Streamerin entschieden? Ich werde natürlich ganz kurz, wenn du dann fertig bist, noch die Seite aufmachen. Leg los. Noch weiter? Achso. Also mein Streamer für die nächsten 2 Wochen ist momentan der Zeit geschuldet. Wir sind kurz vor Halloween. Das ist eine US-Streamerin, Tota. Und sie zockt, aber hauptsächlich bin ich bei ihr, weil sie Pumpkins bemalt. Und zwar so sensationell mit Tim Burton-Charakteren, wie es mir nicht vorzustellen war, dass man das auf einen Kürbis machen kann. Das ist wirklich, also gut, jeder, der mich kennt, weiß, ich bin der größte Tim Burton-Fan, der es gibt. Und das ist wow. Das ist wirklich wow. Ich gucke da unglaublich gerne zu. Ich freue mich auf die Halloween-Zeit und genieße das. Die ganzen Horrorspiele kenne ich alle schon. Deshalb stimme ich mich so auf die Halloween-Zeit ein. Wenn ich mal so dreist sein darf und fragen darf, wie regelmäßig guckst du die junge Dame? Jedes Mal, wenn sie ihren Pumpkin bemalt.
Wenn, das ist 3-4 Mal in der Woche so. Okay. Das ist schon ordentlich. Das ist schon ein ordentliches Programm. Naja, ich gucke ja viel Twitch. Du guckst viel Twitch, ja. Hm. Ich glaube, das tun wir alle. Die Seite ist ja offen, da könnt ihr ja schon sehen, auch bei ihr in den früheren Übertragungen, sie malt anscheinend sehr viel mit diesen Pumpkins, die junge Dame. Natürlich oh, hat, das ist... Eigentlich habe ich schon wieder festgestellt, Sali, sie hat so eine Strähne vorne, so eine blonde. Deswegen das auch, ist, oder? Deswegen auch. Das ist ein blöder Zufall. Ganz, natürlich ist das ein ganz blöder Zufall, dass auch ganz die Dame vorne eine Strähne hat. Ja, ganz klar. Ja, ganz klar. Das ist vielleicht so eine Tim Burton-Sache. Also, ja, das kann eine Tim Burton-Sache sein. Ja, auf jeden Fall. Stark. Nein, es ist wirklich, also es ist toll. Slabby. Mein, ja. Verzeihung, Sali, ich wollte dich nicht unterbren. Ich dachte, du... Nein, nein, ja. Okay. Das ist echt toll. Slabby, ja, wen hast du nominiert für dich? Ja, also dabei war es nicht so schwierig, weil ich die letzten 2 Wochen halt genau einem im Prinzip immer zugeguckt habe, wenn er gestreamt hat. Das war auch ein bisschen dem geschuldet, dass ich in der letzten Woche meinen Schlafrhythmus so ein bisschen umgestellt habe und jeden Morgen für ein paar Tage lang irgendwie um 4 Uhr morgens wach war. Und dann halt nichts zu tun hatte, weil was will man um 4 Uhr morgens machen halt bis irgendwie spät in den Nachmittag hinein. Retro Gaijin ist meine Nominierung. Einfach weil, da ist es englischsprachig, das sollte man dazu sagen. Der ist auch, also ich habe ihn dadurch kennengelernt, wodurch ihn viele kennengelernt haben auf Twitch, gerade in der englischsprachigen Community. Der war jetzt vor 2 Wochen oder vor 3 Wochen in dieser wie nennt man das bei Twitch, dem Partner-Spotlight. Da wurde er vorgestellt. Hat dann zu einer kurzen Zeit ein bisschen Mario Maker gespielt, gestreamt, hab dem zugeguckt. Und als er dann halt vor 2 Wochen Undertale gestreamt hat, was mein absolutes Lieblingsspiel des letzten Monats war, das ich zum Glück da schon durch hatte, das heißt, ich wurde noch nicht mal gespoilert. Und ja, habe ich ihm einfach zugeguckt und es war einfach... Der Typ ist halt super lustig, also es ist wirklich so ein Humor-Streamer, super sympathisch und halt super nett. Das trifft man halt nicht häufig, ne, dass Leute halt wirklich authentisch sind und lustig. Halt die meisten lustigen Streams, die sind halt meistens so unauthentisch, finde ich. Die spielen dann diese Lustigkeit. Das macht er noch ein bisschen, aber er ist halt, man merkt so, er hat halt gewisse Moralvorstellungen. Und die passen gut und deswegen, ich finde den super sympathisch, das ist ein super Typ, top sportlich auch und ja, finde ich einfach klasse. Rundum hat er mich überzeugt und deswegen ist der mein Streamer der letzten 2 Wochen. Wie oft guckst du? Also jetzt die letzten Tage nicht mehr so viel, weil ich selber gestreamt habe, aber so bis Mittwoch habe ich ihn im Prinzip fast jeden Tag geguckt. Okay. Garant? Also 2 Wochen lang tatsächlich. Ja. Ich habe was Deutsches. Was Norddeutsches. Oh. Was Hamburgerisches. Oh. Ja. Ich habe nämlich Ina, die heißt in Twitch Insania. Sogar live. Insania. Link hat Nils bestimmt gleich. Yeah. Die ist Streamerin noch gar nicht so lange. Naja, ich habe jetzt nicht nachgeguckt, seit wann, aber noch nicht so richtig lange. Und ich habe das ja bezogen auf der letzten 2 Wochen. Deswegen bin ich auf die Suche gegangen, um eine Streamerin oder einen Streamer, das war mir da zu dem Zeitpunkt egal, ist gerade online, sehe ich, zu finden, der irgendwie passt oder die irgendwie passt. Da war es mir erstmal grundsätzlich egal, welches Geschlecht, weil diese Sendung ja weitergeht und nächstes Mal haben wir andere Themen und da ist es dann wurscht, da zählt die Qualität. Und wie es im Übrigen immer sein sollte. Und nun gefiel mir natürlich so die Aussprache. Ich war in diesen irgendwie da hingekommen, einfach so beim mal durchklicken. Das ist ja, also Twitch bediene ich quasi so wie Wikipedia. Ich komme von Pontius zu Pilatus und gucke mir mal, wer folgt da, wer macht was. Und irgendwann bin ich dann bei ihr gelandet, ich weiß aber nicht mehr warum. Und da bin Kann ich dann hängen geblieben. Was denn? Wegen H1Z1. Richtig. Wegen, ja, ich habe nämlich H1Z1 Mütze hier, kann ich zeigen? Mütze.
Ja, ich habe speziell wegen H1Z1 auch gesucht und sie spielte gerade H1Z1, weil ich gerne mal ein bisschen H1Z1 spielen möchte. Ich bin aber da total der Noob. Und sie schrieb in ihrem Profil, dass sie auch Noob ist in allem, was sie tut. Das gefiel mir, weil das passt dann so zu mir. Und dann habe ich einfach, außerdem kam sie aus Hamburg und deswegen habe ich zugeguckt. Also diese Kriterien langten jetzt noch nicht für den Streamer der letzten 2 Wochen. Sie spielt H1Z1, Hearthstone und Heroes of the Storm, alles so Dinger, die ich eigentlich gar nicht so cool finde, CSGO, aber dieses H1Z1. Und da habe ich ihr zugeguckt und ich musste dann Parallelen feststellen zu mir. Ich setze mich auch immer in irgendwelche Büsche und warte ab. Und Wo habt ihr das bloß her? das Wer macht denn sowas? Hoffentlich nur in Games. Büsche setzen. Und deswegen, also ich fand, die ist einfach authentisch, die kommt natürlich rüber. Zu der Frage, die du gleich stellen wirst, wie oft ich sie geguckt habe in den letzten 2 Wochen. Wie er mich nicht mal fragen wird. Stark, stark, Arak, stark. In den letzten 2 Wochen, seitdem ich sie entdeckt habe, ich kann es nicht genau sagen, aber immer wenn sie da war und H1 Z1 gespielt hat und leider auch manchmal andere Sachen, aber von mir aus könnte sie immer H1 Z1 spielen. Aber das war so für mich, ja, die bringt's. Da entsteht was, sag ich mal so. Ist ja noch nicht so riesig jetzt, keine Twitch-Partner-Vorstellung oder so, sondern einfach eine Streamerin um die Ecke, die wohnt ja nicht weit weg in Hamburg an der Nordsee. Ja, das, was norddeutsch ist, das, was echt ist, das, was real ist, und das fand ich gut, ja. Schaut da einfach mal rein, die ist richtig gut drauf. Okay. Hamburg ist sowieso die beste Stadt der Welt. Okay, das ist haben wir gehört, vernommen und diskutieren nicht drüber, danke. Weil Deswegen wohnt's in Kiel. Der Chat wird, die beste Stadt der ja. Welt, und da geht's gleich wieder los. Da kommen die Ex raus, da werden Beine abgehakt, da werden Zombies geschaffen. Keine Diskussion, danke. Der Chat wird mir zustimmen. Ja, definitiv. Natürlich ist Hamburg an der Nordsee. Ich Ja, habe an der Elbe, aber die geht ja in die Nordsee. mir übrigens auch Gedanken gemacht über meinen Streamer der letzten 2 Wochen, und ich musste feststellen, dass ich jeden Abend eigentlich denselben Magger gucke, und irgendwie fand ich den nicht passend hierfür, weil ich habe mir gedacht, ich bin mal so sozial und gebe einfach mal den Ruhm der paar Sekunden an jemand anderen weiter, der mir persönlich sehr sympathisch ist, auf irgendeine Art und Weise, und ich kann es euch nicht sagen, wie und warum. Doch, kann ich euch sagen. Dizzy, Ja. danke, danke schon mal. Ich meine, du lehnst dich Sprich wirklich. nicht weiter. Du lehnst dich wirklich sehr weit aus dem Fenster gerade, aber nee, das war's nicht. Das war's nicht. Ich hab mich für einen kleinen, in Anführungsstrichen, Streamer entschieden, also von den Zuschauerzahlen her klein, und zwar den Priester. Basti heißt er. Das ist ein sensationell krasser Typ. Also ich finde den extrem dufte. Man muss sich vorstellen, er hat Tätowierungen auf seinen Händen. Ja, also hier drauf tätowiert, was ja meistens so ein Zeichen ist für: Wow, das ist ein Bad Guy. Dann ist er tätowiert, also noch woanders. Ich glaube, 2 oder 3 Tätowierungen hat er. Trägt Caps und Brille. Sieht aus wie ein harter Typ aus dem Ghetto. Und dann ist er eigentlich ein herzensguter Mensch. Also Basti ist ein sehr toller, dufter Typ, der sehr viel momentan Blade and Soul zockt und Arma. Und ist meine Mittagsunterhaltung, wenn er denn da ist. Und er ist wirklich ein ruhiger Typ. Er macht da kein Hackmack, er macht keine Show. Er spielt einfach nur sein Spiel und hat da Spaß dran und redet mit den Leuten. Und für mich persönlich mein absolutes Highlight der letzten 2 Wochen. Definitiv mal eine Hausnummer. Hier sind nochmal für euch die Links zu den jeweiligen Personen. Und an der Stelle würde ich gerne nochmal euch fragen, ob ihr vielleicht nochmal abschließend irgendwas loswerden wollt zum heutigen Tag, Thema. Ich finde, zum Irgendwas. oben großen Thema ist für meinerseits zumindest alles gesagt, ne? Frauen und Gaming. Ja. Finde nett, dass wir mal darüber geredet haben. Ja. Ich finde, muss ganz ehrlich sagen, ich finde es schön, dass wir auch darüber geredet haben und uns so kurz gefasst haben.
Ich hätte, ganz ehrlich, bin ich wirklich, ich hätte, um das mal wie sagt man? Hier? Zu rekapitulieren, das habe ich gesucht, das Wort. Ich hätte echt gedacht, wir ballern uns die Birnen ein. Also über Stunden. Und irgendwann habe ich auf die Uhr geguckt und habe festgestellt, wow, wir sind ja fast das erste Mal im Zeitlimit gelandet. Gara kann endlich früh ins Bett gehen und kriegt seinen Schönheitsschlaf. Ich kann gerade schnell einen Flug machen. Siehst du, also ich hätte wirklich gedacht, dass wir länger brauchen. Viel länger. Also, dass wir uns da so einig sind, hätte ich nicht erwartet. Um es mal kurz vorwegzunehmen, wir diskutieren 2 Wochen lang nicht über das Thema. Also wir reden gar nicht darüber. Wir geben nur Quellen raus. Also sagen hier, Leute, das haben wir gefunden, das könnte eventuell cool sein. Lest euch das mal durch, dass jeder halt so auf derselben Stufe ist. Und dann gehen wir einfach rein. Ohne Vorbesprechung, gar nichts. Die Leute wissen auch gar nicht, worum es geht, weil ich die Fragen stelle und ich habe immer alles in diesem Buch drin. Und ich hätte echt gedacht, dass wir abschweifender sind. Also ja. Das war heute wirklich so zack, 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 zack und durch. Fertig. Wir können in 2 Wochen können wir ja mal über die Unterschiede zwischen Apple und Google quatschen. Dann machen wir einen 24-Stunden-Stream. Nee, das geht, glaube ich, recht schnell, weil Garak schon auf dem Weg zu dir ist, um dir dein Internet abzuklemmen oder so. Da muss ich nur mit seinem Anruf, iPad einen drüber hauen. Da muss ich nur einen Anruf tätigen, dann ist da Zappenduster bei dem Herrn. Kraftwerk. Pass nur auf, dass dein Kabel Deutschland-Account da nicht vorher abkackt. Ich habe kein Kabel Deutschland zum Glück. Oder Unity Media oder was? Habe ich auch nicht, aber irgendwie habe ich Kabel. Ich habe kein Kabel. Aber das ist im Moment ja alles kaputt hier. Absolut, ich fällt gar nicht auf. Also ich hätte das heute unter Special Effects verbucht, weil so professionell, wie wir das quasi runtergespielt haben, deine technischen Probleme, sah das aus wie gewollt, oder? Also ja, ganz ehrlich. Retro. Retro, ja. Retro-Cam. Wir haben uns halt deinem Alter angepasst heute. Heute mal Pixel-Grafik. Ja. Nein, aber Sali, weil wir ja Gentlemen sind, lassen wir dir das Wort am Ende. Du darfst heute das schließen, das Ganze. Würde mich sehr freuen, mach dir schon mal ein paar Gedanken. Aber Slappy, du bist hier Ferkel. Der Stuhl war es, okay? Nicht ich. Slappy, hau rein. Du darfst Tschüss sagen. Vielleicht kriegst du es ja heute mal hin, nicht nur Tschüss zu sagen. Und das habe ich letztes Mal schon hingekriegt. Und siehst du, das waren schon mehr Worte als nur Tschüss. Nee, danke fürs Zugucken. Erstmal an die Zuschauer. Danke für Sally, dass sie uns hier mit ihrer Manneskraft unterstützt hat bei diesem weiblichen Thema. Ja, ansonsten, ne, man muss ja am Ende von so einem Thema, von so einer Diskussion immer sagen, es sind hier nur 4 Meinungen, die jetzt relativ konform waren, aufeinander gekommen, aber man sollte jetzt nicht alles hier als Wahrheit nehmen. Ich habe im Chat immer so ein bisschen durchgelesen und viele, die da reingeschrieben haben, die meinen, ihre Meinung ist die Wahrheit. Den Leuten würde ich gerne mal noch einmal kurz, ich sag jetzt nicht wen, diejenigen, die sich angesprochen fühlen, die sollten sich dann vielleicht auch angesprochen fühlen. Versucht solche Themen nicht immer so zu diskutieren, als wüsstet ihr alles und als müsstet ihr das so preisgeben, als müssten euch sofort alle glauben. Denn es geht bei sowas nicht ums Glauben. Ihr müsst niemanden überzeugen oder sowas. Es geht nur darum, die Meinung preiszugeben. Wenn jemand anderer Meinung ist, ist das vollkommen in Ordnung. Ja, ansonsten, das hätte ich vielleicht noch gerne gesagt. Ansonsten sage ich Tschüss, bis in 2 Wochen. Danke fürs Zugucken. Darf ich mich ausnahmsweise zu Wort melden vor dir, Garak? Ist das okay? Ich war doch letztes Mal schon der Abschluss. Ja, aber heute ist ja Sali. Also ich mach vor dir, okay? Ja, ich bin der Abschluss. Ja, ja, du sagst heute Tschüss, Sali. Du bist hier das Ende. Du bist unser Ende. Du bist unser Ende, wir werden untergehen. Oh nein! Stimmt, das geht gar nicht. Geht nicht. Ich bin Kapitän, das geht nicht. Ich kann nicht. Alle Mann vom Bord. Ich kann nicht, ich bin der Letzte. So, alle über die Planke. Sali, du an Deck. Dankeschön, Leute, dass ihr mal wieder da wart heute. Vielen Dank, dass ihr so extrem viel gechattet habt. Vielen lieben Dank an alle, die bei Twitter quasi vorbeigeguckt haben. Schon im Voraus vielen lieben Dank an alle, die bei den anderen Streamern jetzt reingucken. Genau das wollen wir nämlich damit erreichen. Vielen lieben Dank dafür. Dankeschön an Sali, du wundervolle Sahneschnitte, dass du da warst und
dich quasi umsonst verrückt gemacht hast am Anfang und dir ins Höschen gemacht hast, obwohl es gar nicht so schlimm ist, wie du dir das vorgestellt hast und Nein. das sehr schön über die Bühne gekriegt hast. Vielen Dank an Garak, der heute die Special Effects gebracht hat, wie ein Großer, als wenn er aus Hollywood kommt, und Slappy wie immer auch an dich ein zartes Küsschen. Herr Christian, Slappy Bale, Garak, ich gebe weiter an dich. Lebst du noch? Ich? Nee, Garak. Ich lebe. Achso, ja. Na, ich hab dich nur zur Hälfte verstanden. Achso, ich habe wieder nicht geschrien, ja, Verzeihung. Ja, dein Ton geht immer weg. Clara, gehst du, übernehm mal jetzt den Laden. Oh, danke, ja, ich übernehme mal den Laden. So, die ersten Meldungen der Streamer, die im Moment sich nicht mehr retten können vor neuen Aufrufen oder vor ne, durch unsere Empfehlungen, kommen hier schon im Kanal ein. Priester ist da und Insenia grüßt uns alle und dankt für die Empfehlung. Ja, ist doch toll, oder? Ich hätte mich auch gefreut, aber mich empfiehlt ja keiner. Ich empfehle dich immer. Ach so, ja, Entschuldigung. Nur. Ja, nee, so. Die Top Nummer 1 im Empfehlen zu meinem Kanal ist Talderer. Ja, Sandro in jedem Stream. Ja, so, Sandro, Dankeschön. Ich danke euch fürs Zuschauen, natürlich auch. Danke, Sali, dass du dabei warst. Es hat die Runde richtig aufgepeppt mit deinem roten ne, und so. Und das hat sogar von der Lautstärke her hingehauen. Die Lautstärke war es. Ja, also ich bin ja ein bisschen schwerhörig und da ist das eigentlich immer ganz gut. Und ansonsten, ja, danke Leute, dass ihr wieder... Danke, Leute, dass ihr alle reingeschaut habt wieder. Und ich freue mich schon auf die nächste Sendung, die bestimmt cool wird. Und ich werde besser in den Special Effects, ich verspreche das. Ne? Noch bessere Special Effects. Ja. Ich versuche jetzt nicht zu kreischen. Ja, ich möchte mich bei allen bedanken, die da waren. Vielen, vielen lieben Dank und ein Dankeschön an euch, dass ich hier sein durfte. Das, ja, ich war vorhin sehr, ne, sehr aufgeregt, aber danke für das wunderbare Durchführen des Ganzen. Jetzt bin ich ein bisschen baff. Ja, zum Ende hin möchte ich eigentlich nur sagen, es ist doch egal, ob Mann oder Frau, Gamer sind wir alle und am Ende zählt sowieso nur die inneren Werte. Also, Level und Skills. Level und ja. Skills. Als Gamer, was anderes zählt nicht. Level und Skills. Und schön war's. Alright. Winken und leveln. Dann würde ich sagen, winken wir alle, schreien Cheese in die Kamera, Cheese, und sagen Tschüss. Oh, Garak hat schon wieder gar keinen Bock mehr, weißt du. Die Effektstube ist alle. Auf Wiedersehen, einen wunderschönen Sonntag. Gehabt euch wohl, Leute. Bis dann, in 2 Wochen. Fefe. Tschüss.